Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kommilitoninnen und Kommilitonen, schön, dass Sie wieder dabei sind. Wir haben gestern mit dem Schuldrecht angefangen und haben uns erstmal angeschaut, was das Schuldrecht überhaupt, wie das geregelt ist, wie das System des Schuldrechts im BGB aussieht. Und haben eigentlich gesehen, so komplex ist es gar nicht. Ja. Man muss ein bisschen schauen, weil der AT, das Schuldrecht AT, ist nicht ganz so sauber vor die Klammer gezogen worden ist, wie das vielleicht beim BGB AT so der Fall ist, mit Blick auf das Gesamt-BGB. Nichtsdestotrotz, ja, die Vorschriften, die werden Sie einmal lernen, dann werden Sie sie nie wieder vergessen, weil Sie sie ständig anwenden. Also von daher ist das auch kein Problem, wenn man dann die Hausnummer irgendwann kennt, ja, dann weiß man, dass Erfüllung halt bei 362 steht, fortfolgende und wo die Aufrechnung, wo die Abtretung und das ganze Zeug, das wissen Sie dann. Ja, also keine Angst, dass das so ein bisschen verstreut irgendwie in den Gesetzen zu finden ist. Das ist gar kein Problem, da werden Sie sich zurechtfinden. Gut, dann darf ich, bevor wir einsteigen in die Materie, darf ich nochmal auf die Evaluation hinweisen, die ja noch läuft. Ich weiß, langsam sind Sie genervt, ja, wahrscheinlich von dem ständigen Hinweis. Ich danke Ihnen auf jeden Fall für das Engagement bei der Evaluierung. Es werden immer mehr Fragebögen und immer mehr Kommentare. Das finde ich super. Also wir fangen jetzt gerade die dritte Kommentar-Feedback-Seite an. Das hatte ich auch noch nie. Also super. Das ist natürlich jetzt auch eine große Vorlesung, aber finde ich gut. Ja, es sind einige Dinge drin, die man mitnehmen kann, die wir auch vielleicht im Sommersemester schon umsetzen können. Also herzlichen Dank für Ihr Feedback. Freut uns auf jeden Fall sehr. Gut, also wenn Sie noch nicht evaluiert haben, nutzen Sie die Gelegenheit noch. Die meisten werden es wahrscheinlich getan haben, die hier sozusagen aktiv folgen. Aber vielleicht diejenigen, die das Ganze als Podcast hören, schauen Sie vielleicht, dass Sie auch noch eine Evaluierung zustande bringen. Gut, dann steigen wir ein. Was haben wir gestern gemacht? Wir haben uns angeschaut letztlich, wo das Schuldrecht geregelt ist, haben uns sozusagen angesehen, wie die Regelungsmaterien sind. Wir haben gesehen, es gibt einen allgemeinen Teil, das sind die 241 folgende, das Buch 2 der Schuldverhältnisse. Dann gibt es einen besonderen allgemeinen Teil des Schuldrechts, wo vertragliche Schuldverhältnisse geregelt sind. Dann gibt es nochmal speziell für bestimmte vertragliche Verhältnisse nochmal gesonderte Regelungen, die gegenseitigen Verträge. Haben wir auch gesehen. Und da schauen wir uns vielleicht heute noch mal ein bisschen näher an, wie die Regelungen so ganz genau gestaltet sind. So, jetzt fragen wir uns aber erstmal sozusagen ganz grundlegend, was überhaupt ein Schuldverhältnis ist, warum wir überhaupt Schuldverhältnisse haben, was denn ein Schuldverhältnis ausmacht, was Schuldverhältnisse anders gestaltet vielleicht als andere Rechtsverhältnisse. Und das ganz Wichtige ist erstens mal, das ist eine allgemeine Definition, dass ein Schuldverhältnis nichts anderes ist als ein rechtlich geordnetes Lebensverhältnis zwischen mindestens zwei Parteien, dem Gläubiger und dem Schuldner, das die Grundlage für Leistungs- oder Verhaltenspflichten bildet. Ja, mehr ist es nicht. Also das ist sozusagen Schuldrecht. Schuldrecht ist letztlich die Ausgestaltung eines rechtlich geordneten Lebensverhältnisses oder Rechtsverhältnisses, ein Rechtsverhältnis quasi, zwischen mindestens zwei Parteien. Und dieses rechtliche Verhältnis ist eben Grundlage von Leistungs- und Verhaltenspflichten. Diese Leistungs- und Verhaltenspflichten, die haben wir schon kennengelernt, die stehen nämlich in 241.1 drin und 2 drin. Dort, wenn wir dort mal reinschauen und uns mal die Vorschriften anschauen, dann sehen wir hier zum Beispiel 241, Kraft des Schuldverhältnisses ist der Gläubiger berechtigt, von dem Schuldner eine Leistung zu fordern. Die Leistung kann auch in einem Unterlassen bestehen. Okay, also Leistungspflichten sind schon mal drin, ja? Pflichten aus einem Schuldverhältnis, sagt der 241 auch. Was sagt der Absatz 2? Das Schuldverhältnis kann nach seinem Inhalt jeden Teil zur Rücksicht auf die Rechte, Rechtsgüter und Interessen des anderen Teilverpflichtens verpflichten. Also das sind dann Sorgfaltsverhaltenspflichten, die auch drin sein können. Jetzt haben wir das alles natürlich in unserem Beispielsfällchen schon öfter mal erlebt, wie das so sein kann und wie Leistungspflichten aussehen können. Das ist jetzt hier in 241.1 die allgemeine Regelung, wie Leistungspflicht, dass Schuldverhältnisse auch mit Leistungspflichten gestaltet sein können. Wie das konkret aussieht, haben wir beispielsweise im Kaufrecht gesehen. Ja, im Kaufrecht, beim Kaufvertrag, da haben wir auch Leistungspflichten. Welche Leistungspflichten bestehen da? Das steht natürlich auch im Gesetz 433. Schauen wir da vielleicht mal rein, damit wir sozusagen als Warm-up, ja,
Wenn Sie jetzt sagen, es ist alles langweilig, wissen Sie schon, nehmen Sie es als Warm-up zum Reinkommen, ja, 8.30 Uhr morgens. Da kann man auch schon mal langsam anfangen. Also 4.33 Uhr, Sie wissen, durch den Kaufvertrag wird der Verkäufer einer Sache verpflichtet, dem Käufer die Sache zu übergeben und das Eigentum an der Sache zu verschaffen. Das ist eine Leistungspflicht, ja, eine Leistungspflicht im Sinne des 42 Absatz 1. Der Verkäufer wird verpflichtet, dem Käufer das Eigentum an der Sache zu verschaffen und die Sache zu übergeben. Das sind Leistungspflichten. Und wenn Sie in Absatz 2 reinschauen, der Käufer ist verpflichtet, dem Verkäufer den vereinbarten Kaufpreis zu zahlen. Auch das ist eine Leistungspflicht im Sinne des 42.1. Was da jetzt nicht drin steht, sind Nebenleistungspflichten, Sorgfaltspflichten. Ja, die haben wir aber auch schon mal gehabt. Ich mach mal wieder die Tür zu. Genau. Wir haben gesagt, es gibt auch Nebenpflichten. Ja? Da haben wir gerade in 241.2 das Ganze uns angeschaut. Da stand drin eben eine Rücksichtnahmepflicht. Ja? Also ein Schuldverhältnis kann nach seinem Inhalt jeden Teil zur Rücksicht auf die Rechte und Rechtsgüter und Interessen des anderen Teils verpflichten. Da steht kann, es muss nicht, es kann. Also in der Regel gibt es das aber, ja, weil man natürlich ein allgemeines Rücksichtnahmegebot hat. So, jetzt sind wir wieder beim Kaufvertrag und das ist das Beispiel, das wir schon öfter gemacht haben mit dieser Bananenschale im Supermarkt, ja, wo die Bananenschale am Boden liegt, nicht weggeräumt wird und dann der Kunde im Supermarkt ausrutscht. Jetzt ist es so, das hatten wir als Beispiel genannt für ein vorvertragliches Schuldverhältnis, weil der Kaufvertrag im Supermarkt halt erst geschlossen wird an der Kasse. Ja. Bevor man reingeht, hat man noch keinen Kaufvertrag oder wenn man reingeht, hat man noch keinen Kaufvertrag geschlossen, erst an der Kasse. Jetzt gibt es aber andere Situationen, wo sowas auch passieren kann. Nämlich nehmen Sie an, also Supermärkte haben öfter mal so einen Gemüsestand draußen stehen, ja, dann liegt da eben die Bananenschale rum, wenn der Kunde gerade den Kaufvertrag geschlossen hat und rausgeht und dann ausrutscht. Ja, also geschlossenes Vertragsverhältnis sozusagen und dann haben Sie das. Oder Sie nehmen zum Beispiel den Friseurbesuch. Ja, dann gehen Sie zum Friseur, lassen sich die Haare schneiden, ja. So Leute wie ich wundern sich dann, wo denn die ganzen grauen Haare herkommen, die plötzlich am Boden liegen. Stellen Sie sich vor, da gehen Sie rein und dann Haare am Boden, auf so einem glatten Boden, ist rutschig. Ja? Kann mal passieren, dass da einer ausrutscht. Ja? Oder vielleicht lässt einer diesen Friseurkittel irgendwie liegen und das sind dann ja, so Kunstfaserdinger, ja, wo man dann, wenn man da draufsteigt, auf einer glatten Kachel, dann rutscht man weg. Und nehmen wir an, einer der Friseure hätte diesen Kittel irgendwo liegen lassen, Kunde kommt rein, rutscht aus. Ja, Bänderzerrung oder Bänderriss, irgendwie sowas. Ja, dann stellt sich die Frage, okay, wie läuft das? Ja, oder ein Kunde muss schon drin sein, also Vertrag läuft schon, ja, quasi irgendwie Kunde steht auf, geht zum Waschbecken, rutscht aus, bam, Bänderriss. So, und da haben wir auch Sorgfaltspflichten. Ja, das ist ein bestehendes Vertragsverhältnis und da besteht im Vertragsverhältnis eben eine Sorgfaltspflicht, eben Risiken von dem Kunden abzuwenden nach 42 Absatz 2. Wenn jemand das fahrlässig verletzt, dann haben wir hier eine Nebenpflichtverletzung. Also es gibt Schuldverhältnisse, die sozusagen sowohl Leistungspflichten beinhalten als auch Sorgfaltspflichten. Okay, Beispiele dazu haben wir gemacht. Aber das Schuldverhältnis allgemein, wenn wir es sozusagen in der Vogelperspektive dogmatisch betrachten, dann ist es nichts anderes als die Ordnung eines Lebensverhältnisses auf rechtliche Weise, also ein Rechtsverhältnis, ja, also einfach nur ein Rechtsverhältnis, das eben die Grundlage für solche Leistungs- und Sorgfaltspflichten bildet. Wichtig und charakteristisch ist bei Schuldverhältnissen, das haben wir auch schon besprochen, dass die nur zwischen den Parteien wirken, wo sie auch geschlossen worden sind. Also bei vertraglichen Schuldverhältnissen zwischen den Vertragsparteien. Bei gesetzlichen Schuldverhältnissen nur bei den Parteien dieses gesetzlichen Schuldverhältnisses. Na, wenn Sie mir jetzt eine reinzimmern, ja, weil ich Sie quäle mit Schuldrecht in der Früh um 8.30 Uhr, und mir die Brille vom Kopf hauen, dann habe ich sozusagen wir ein gesetzliches Schuldverhältnis. Ja, einen Schadensersatzanspruch hätte ich beispielsweise, wenn die Brille kaputt geht, nach 823.1. Ja. Gebunden aus diesem Schuldverhältnis sind nur wir beide. Ja. Ich habe sozusagen eine Leistungspflicht gegen Sie, nicht eine Leistung im Sinne von Kaufrecht, Übergabe, Übereignung, aber eine Leistung von Schadensersatz. Ja, das wäre meine mein Anspruch gegenüber Ihnen. Sie haben eine Leistungspflicht, ich habe einen Anspruch, dass Schadensersatz geleistet wird. Und das wirkt nur zwischen uns.
Der Kommilitone, der neben Ihnen sitzt, der hat damit nichts am Hut. Der wird damit nicht belastet und nicht belästigt. Andersrum, ja, meine Rechtsgüter, die Unversehrtheit meiner Rechtsgüter, Allgemeinverhältnisse, also jedermanns Rechte quasi oder jedermanns Verhältnisse, ein Rechtsgüterschutz, der Schutz meines Eigentums, meiner körperlichen Unversehrtheit, der trifft Sie alle. Ja? Wenn es einer verletzt, dann ist er im Schuldverhältnis drin. Sie alle sind nicht im Schuldverhältnis drin, solange sie es nicht verletzen. Also jedermanns Verhältnisse wirken sozusagen anders als ein Schuldverhältnis. Schuldverhältnisse sind relativ, wirken nur inter partes, also zwischen den Parteien. Abgrenzen tun wir es auch vor allen Dingen zum Eigentumsrecht. Das sind absolut wirkende Rechte gegenüber jedermann wirkende Rechte. Wie das Eigentum haben wir schon gemacht. Müssen wir nicht gesondert behandeln. Schuldverhältnisse sind also sozusagen nicht nur Rechtsverhältnisse, die Grundlage für eine Leistung oder für Verhaltenspflichten bilden, sondern sie sind auch rechtliche Sonderverbindungen. Also wenn Sie im Lehrbuch irgendwie lesen, Schuldverhältnisse sind rechtliche Sonderverbindungen, also stellen Sie sich vor, was ist jetzt, warum gesondert? Ja, irgendwie hat das irgendwie mit besonders hilfsbedürftig, ja, Sonderverhältnis, irgendwie sowas zu tun oder ist es irgendwie was ganz Besonderes? Also rechtliche Sonderverbindungen sind Verbindungen, die nicht zu jedermann bestehen, sondern dass die eben nur bestehen zwischen den Parteien, die eben am Schuldverhältnis beteiligt sind. Das sind entweder die Vertragsparteien rechtsgeschäftlich beteiligt bei den rechtsgeschäftlichen Schuldverhältnissen oder eben bei gesetzlichen Schuldverhältnissen durch Gesetz beteiligte Personen. Also deswegen nennt man das Ganze rechtliche Sonderverbindungen, weil sie eben gesondert bestehen zu den allgemeinen Rechtsverhältnissen, die sonst halt so gegeben sind. Also die gesondert zwischen den jeweiligen Parteien wirken. Also rechtliche Sonderverbindungen, die eben entsprechend besonders gewisse Fragen regeln. Jetzt können Sie sich die Frage stellen, okay, super, toll, habe ich kapiert, Schuldverhältnis ist sozusagen eine rechtliche Sonderverbindung, aber warum? Warum brauchen wir Schuldverhältnisse? Also nicht nur, was ist ein Schuldverhältnis, sondern warum Schuldverhältnis? Fragezeichen. Ja, warum brauchen wir das? Warum müssen wir uns da durchquälen? So, und jetzt ist es so, Sie haben schon kennengelernt, dass es verschiedene Arten von Schuldverhältnissen gibt. Es gibt gesetzliche, es gibt vertragliche Schuldverhältnisse. Bei den vertraglichen Schuldverhältnissen haben wir auch wieder unterschiedliche Gestaltungen. Also Schuldverhältnisse sind nicht sozusagen einheitlich. Ja? Es gibt ganz verschiedene Schuldverhältnisse und aus diesem Befund heraus ergibt sich auch, dass letztlich Schuldverhältnisse unterschiedliche Zwecke verfolgen. Ja? Und das kann man ganz deutlich sehen. Also zum Beispiel bei privaten, rechtsgeschäftlichen Schuldverhältnissen, da ist grundsätzlich die Verwirklichung von Privatautonomie, Vertragsfreiheit der Zweck. Ja? Wir haben gesagt, Vertragsfreiheit, Autonomie ist ein grundlegendes Prinzip, das wir in unserer sozusagen Zivilrechtsordnung eben verwirklicht haben, das letztlich auch folgt aus unserem Grundrechten, ja, die Privatautonomie ist sozusagen die allgemeine Handlungsfreiheit, ist da die Grundlage in Artikel 2.1 Grundgesetz. Eine Autonomie, die eigenen Rechtsverhältnisse nach dem eigenen Willen gestalten zu können. Das ist die Grundlage. Und wie mache ich das? Natürlich über rechtsgeschäftliche Schuldverhältnisse. Ich kann sozusagen dieses Instrument des Schuldverhältnisses nutzen, um meinen privaten Interessen entsprechend durchzusetzen. Wenn ich Bock habe zu arbeiten als Hochschullehrer, kann ich mich bei einer Uni bewerben, ja, kann ich dort Beamter werden. Ja? Oder wenn Sie bei der Privatuni sind, können Sie auch Angestellter sein. Ja? Oder wenn Sie zu alt sind, um Beamter zu werden, können Sie auch an der öffentlichen Uni Angestellter sein. Wenn Sie keinen Bock haben, an der Uni zu arbeiten, arbeiten Sie halt woanders. Dieses Rechtsverhältnis, wo Sie arbeiten, welche arbeitsvertraglichen Pflichten und welche arbeitsvertraglichen Rechte Sie haben, das bestimmen Sie durch rechtsgeschäftliche Schuldverhältnisse, durch Verträge. Und das können Sie machen, weil Sie es wollen. Also Schuldverhältnisse dienen letztlich dazu, privatautonom Ihren Willen entsprechend zu gestalten, Ihre Interessen durchzusetzen. Das können Sie machen durch Verträge, wie Arbeitsverträge. Das können Sie machen durch Kaufverträge, durch Mietverträge. Wenn Sie Bock haben, irgendwie ein Rad auszuleihen, weil Sie keinen Bock auf Laufen haben, dann leihen Sie sich ein Rad aus. Ja? Oder ein Roller, ja? Irgendwie so ein Tier von der Straße. Ja? Dann loggen Sie sich ein und dann fahren Sie mit dem Roller, flitzen Sie durch die Stadt. Ja? Das ist sozusagen privatautonome Gestaltung der Rechtsverhältnisse. Gut, das ist aber nicht der einzige Zweck von Schuldverhältnissen. Sie haben auch einen Zweck im Schutz vor Eingriffen in Rechte und Rechtsgüter des Einzelnen und einen angemessenen Ausgleich von Schäden. Also Schadenskompensation und
Rechtsgüterschutz ist auch Gegenstand des Zwecks von Schuldverhältnissen. Zum Beispiel den Fall, den ich gerade eben gebildet habe mit dem Kommilitonen, ja, der mir die Brille vom Kopf haut und dann ist die Brille kaputt. Ja, Eigentumsverletzung. Eigentum ist mein Rechtsgut. Das ist geschützt von der Rechtsordnung. Und der 823 Absatz 1, der begründet ein gesetzliches Schuldverhältnis, wenn das Eigentumsrecht verletzt wird. Ja, wenn also in mein Eigentum eingegriffen wird, zum Beispiel durch Sachsubstanzstörung, ja, Sachsubstanzstörung heißt kaputt machen, ja, dann habe ich sozusagen einen Ersatzanspruch. Ja? Dann habe ich einen Schaden, Brille kostet ja Geld, ja, und dann muss ich irgendwie diese Brille irgendwie ersetzt verlangen, also beziehungsweise ich muss zum Optiker gehen, mir eine neue machen lassen oder irgendwie kleben oder was auch immer, und das kostet was. Und diese Kosten sind ein Schaden und diesen Schaden möchte ich natürlich kompensiert haben. Das heißt, Schuldverhältnisse geben auch in gewisser Weise auch einen Ausgleich für verursachte Schäden. Das 823 kompensiert sozusagen durch unerlaubte Handlungen hergestellte oder durch sozusagen verursachte Schäden. Gleichzeitig hat er natürlich eine Abwehrfunktion. Ja? Wenn ein Schädiger weiß, oh, wenn ich jetzt jemanden am Rechtsgut verletze und einen Schaden herbeiführe, dann muss ich Schadensersatz leisten, das hält ihn vielleicht davon ab, den Schadenszufügung, die Rechtsgutsverletzung eben nicht vorzunehmen. Ja? Möglicherweise, manche lassen sich auch davon nicht abhalten, aber zumindest ist es ein Instrument, wie man Verhalten steuern kann. Also Funktion von Schuldverhältnissen im gesetzlichen Bereich, auch Schutz vor Eingriffen, Rechte und Rechtsgüter. Das betrifft zum Beispiel nach 23. Es gibt aber natürlich auch in vertraglichen Schuldverhältnissen gewissen Rechtsgüterschutz, nämlich auch in 241.2, wie wir es gerade gebildet haben. Vorhin ja, beim Friseur ausrutschen auf dem Kittel, bei dem Weg zum Waschbecken oder Weg vom Waschbecken zurück zum Stuhl, ausgerutscht, hingefallen, Bänder gerissen, schlecht. Ja, auch da haben wir einen Rechtsgüterschutz drin, den Schutz der Rechtsgüter des Vertragspartners. Ja, auch das ist sozusagen Gegenstand des vertraglichen Schuldverhältnisses, sind nicht nur die gesetzlichen Schuldverhältnisse, die einen Rechtsgüterschutz haben. Oder dann schauen wir noch mal auf was ganz Unbekanntes. Die GOA ist nicht GOA, also ist jetzt keine entsprechende geografische Lokalisierung, sondern GOA ist die Geschäftsführung ohne Auftrag. Schauen Sie mal ganz kurz rein in den 683 zum Beispiel. 677. 677 fortfolgende regelt die Geschäftsführung ohne Auftrag. Jetzt ist es ja so, dass Sie grundsätzlich, haben Sie bei mir gelernt, dass Sie rechtsgeschäftlich nur gebunden sind, wenn Sie es wollen. Ja? Das heißt, dass Sie zum Beispiel nur etwas leisten müssen aus einem Vertragsverhältnis, wenn Sie das Vertragsverhältnis willentlich eingegangen sind. So. Das heißt, machen wir mal ein Beispiel. Sie beauftragen Ihre Kommilitonin, Ihren Kommilitonen irgendwie für Sie auch mal ein Buch abzuholen, ja, oder ein Buch zu kaufen, weil Sie keine Zeit haben oder sich das Bein gebrochen haben, irgendwie in der Wohnung liegen und irgendwie warten drauf, dass irgendwas passiert, dass Sie gesund werden beispielsweise. Ja, also wollen Sie ein Buch kaufen, dann beauftragen Sie Ihre Kommilitonin eben das zu holen, das Buch. Und jetzt haben wir gestern schon festgestellt, ja, dass Aufträge sozusagen unvollkommen einseitig verpflichtende Verträge sind, also ein Vertrag, ja, gegenseitig, also ein Vertrag, der mit wechselseitigen Willenserklärungen, die inhaltlich übereinstimmen, eben geschlossen wird. Und jetzt waren sie unvollkommen einseitig verpflichtend, weil ja grundsätzlich nur der Beauftragte eine Pflicht hat, nämlich tätig zu werden. Aber wenn der Beauftragte Aufwendungen tätigt, die er für erforderlich halten darf, dann kriegt er auch einen Anspruch gegen den Auftraggeber nach 670 auf Ersatz der Aufwendung. Ja? So, also hier heißt es in 670, macht der Beauftragte zum Zwecke der Ausführung des Auftrags Aufwendung, die er den Umständen nach für erforderlich halten darf, so ist der Auftraggeber zum Ersatz verpflichtet. Und jetzt schauen Sie mal in den 683. Ja? 683. Das ist die Geschäftsführung ohne Auftrag. Da gibt es also, wird einer tätig, ohne beauftragt zu sein. Steht in 683, entspricht die Übernahme der Geschäftsführung dem Interesse und dem wirklichen oder mutmaßlichen Willen des Geschäftsherrn, so kann der Geschäftsführer wie ein Beauftragter Ersatz seiner Aufwendungen verlangen. Da schreiben Sie sich jetzt gleich mal den 670 daneben. Paragraph 670. Da verweist er nämlich drauf, Aufwendungsersatz.
alle holen plötzlich das Gesetz heraus. Sie sollten schon längst das Gesetz auf dem Tisch haben, ja, und mitlesen. Also 683, an den 683 schreiben Sie sich den Paragraphen 670 hin, weil das der entsprechende Verweis ins Auftragsrecht ist. Er heißt ja Ersatz der Aufwendung wie ein Beauftragter. So, und jetzt steht da drin im Auftragsrecht, dass der Geschäftsherr dem Beauftragten, dem nicht Beauftragten, sondern dem Geschäftsführer ohne Auftrag tatsächlich wie ein Auftraggeber dem Beauftragten Aufwendungen zu ersetzen hat. Ja? Also es gibt ja doch einen Anspruch ohne Vertrag. Ja? Und das ist ein gesetzliches Schuldverhältnis. Und dieses gesetzliche Schuldverhältnis der GOA, das regelt den Fall, dass jemand im Interesse eines anderen tätig wird, ohne von dem beauftragt zu sein. Und dann gibt es Ansprüche, wie bei einem Auftrag, eben nur in gewissen Fällen, nämlich dann, wenn die Geschäftsführung im Interesse und mit dem Willen des Geschäftsherrn durchgeführt worden ist. Dann gibt es Aufwendungsersatz. Das heißt, hier wird sozusagen ein Schutz der Interessen der Rechtsgüter des Geschäftsherrn vorgenommen. Da heißt es, Aufwendungsersatz gibt es nur in den Fällen tatsächlich, in denen die Geschäftsführung auch deinen Interessen entspricht. Wenn es deinen Interessen nicht entspricht und deinem Willen nicht entspricht, gibt es auch keine Aufwendung. Das ist dann keine berechtigte GOA. Machen wir alles im Sommersemester noch detailliert. Also wir sehen, Schuldverhältnisse können viele verschiedene Funktionen haben, privatautonome Gestaltung, Schutz vor Eingriffen der Rechte und Rechtsgüter. Und dieser Schutz, diese Schutzfunktion kann in unterschiedlichen sozusagen Kategorien von Rechts, von Schuldverhältnissen gewährleistet werden. Also einmal bei vertraglichen, bei gesetzlichen Schuldverhältnissen. Ja? Also überall finden sich entsprechende Funktionen oder auch Überschneidungen. So, weitere Funktion von gesetzlichen von Schuldverhältnissen allgemein ist die Rückgängigmachung unberechtigter Vermögensverschiebungen. Und das haben wir auch schon mehrfach angesprochen. Das ist das Bereicherungsrecht. Ja? Schauen Sie nochmal rein, den 812. Also wir springen jetzt so ein bisschen durchs Gesetz, ja. Also jetzt, wenn Sie jetzt dann sagen, oh Gott, wie soll ich mir das alles merken? Dann merken Sie sich einfach nur, es dient der Veranschaulichung. Sie müssen das noch nicht alles im Kopf haben. Ja. Sie müssen nur wissen, das Bereicherungsrecht macht halt die und die Dinge anders. Ja, es ist ein gesetzliches Schuldverhältnis, Vertragsrecht steht halt da und da und so weiter. Es dient lediglich der Veranschaulichung, was zum Beispiel der Zweck eines Schuldverhältnisses ist. Wir prüfen natürlich jetzt nicht in der Zwischenprüfung detailliert Bereicherungsrecht ab. So, also 812, der sagt uns, wer durch eine Leistung des anderen oder in sonstiger Weise auf dessen Kosten etwas ohne rechtlichen Grund erlangt hat, ist ihm zur Herausgabe verpflichtet. Wenn jetzt jemand etwas kriegt, etwas erlangt, Eigentum zum Beispiel, ohne dass ein Rechtsgrund dafür besteht, weil beispielsweise das schuldrechtliche Kausalgeschäft unwirksam ist, dann muss das Erlangte zurückgeführt werden. Also die Vermögensverschiebung, Eigentum von Eigentümer auf Erwerber, Veräußerer auf Erwerber, die ist unberechtigt, weil kein Rechtsgrund dafür besteht. Und diese unberechtigte Vermögensverschiebung muss rückgängig gemacht werden. Das geht bei Rechtsgeschäften, es geht auch bei Eingriffen. Ja, also wenn irgendwie in ein Recht eingegriffen wird. Wenn Sie jetzt überlegen, hey cool, ja, der Reus, der hat jetzt so und so viele Follower auf YouTube, ja, also eigentlich ist es lächerlich, ja. Also von daher, aber wir machen mal dieses lächerliche Beispiel, das ist für Sie merkwürdiger, ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, der Reus, ja, mit seinen paar Kröten da auf YouTube, ja, und Insta, wir machen jetzt ein T-Shirt mit @Prof. Reus und da verkaufen wir den Merch, ja, den stecken wir ein. Dann würden Sie sozusagen meine Namen sozusagen oder meine Produkte, die ich online stelle, mein geistiges Eigentum vermarkten, ohne dafür aber irgendwie berechtigt zu sein. Sie würden sozusagen in mein Vermarktungsrecht, meines geistigen Eigentums eingreifen, ohne dafür berechtigt zu sein. Also keine irgendwie Lizenzgebühren zahlen zu müssen. Ja? Das heißt, es ist ein Eingriff in mein Recht, geistiges Eigentum. Und dieser Eingriff in das Recht kann ich kondizieren, also sozusagen über das Bereicherungsrecht, das, was Sie dadurch erlangen, abfischen sozusagen. Ja? Also zurückfordern. Diese Vermögensverschiebung, die dann bei Ihnen liegt, der Erlös, den Sie haben aus dieser Vermarktung, die Ihnen tatsächlich nicht viel einbringen wird, aber die sozusagen, die kann ich dann zurückführen, ja, wegen Eingriff in fremdes Recht, wäre dann eine Eingriffskondition.
machen wir Bereicherungsrecht. Vielleicht mit richtigen Beispielen, nicht sowas, ja, aber vielleicht merken Sie es dadurch. Ja? Ja, wenn Sie fragen zu BOA, dann könnte man ein Beispiel irgendwo unterfassen, dass jemand, also nicht bei jemandem spammt und man geht da rein und holt das raus, der ist sowas nicht dieses Beispiel, ja. Der dann irgendwie Aufwendungen macht. Genau, also sowas wäre beispielsweise der Fall. GOA, klassisch, ja. Es brennt, ja, beim Nachbarn zum Beispiel. Feuerwehr kommt, macht die Tür auf. Ja. Feuerwehrautos kosten Geld, verbrauchen Sprit, verbrauchen Wasser. Feuerwehrleute müssen bezahlt werden. All das sind natürlich Kosten, die entstehen, die Aufwendungen, die getätigt werden, die man möglicherweise ersetzt verlangen kann. Oder jemand fährt im Zug, ja, kommt auch oft vor. Ja. Ich bin ja viel Fahrer bei der Bahn. Und wenn man dann in der Bahn sitzt und plötzlich kommt so die Durchsage, ist ein Arzt an Bord? Ja, dann haben Sie bestimmt schon mal gehört. Und dann rennen gleich drei Leute los, ja. Bitte nicht die Zahnärzte, ja, also ein richtiger Arzt. Also das heißt, da geht es irgendjemand schlecht, der muss versorgt werden. Und wenn jemand versorgt wird, beispielsweise jemand bewusstlos geworden ist, ja, dann fragt der Arzt natürlich nicht mehr, so, Sie, wollen Sie Hilfe? Ja, ich hätte hier einen Behandlungsvertrag, bitte unterschreiben. Ja, das macht der nicht, sondern der hilft. Ja. Das wäre sozusagen eine Geschäftsführung ohne Auftrag. Und da ist die Frage, kriegt er sein Honorar oder kriegt er seine Aufwendung ersetzt, wenn jetzt da irgendwie das feine Jackett, ja, wenn es irgendwie besudelt ist, weil da irgendwie der blutende Fahrgast rumliegt oder kotzende Fahrgast, der also irgendwie vom Oktoberfest heimfahren, sich dann auskotzt, habe ich schon erlebt, ja. Oder der Polizist drin sitzt, nein, zum Beispiel noch nicht. Also, wer aber tatsächlich passiert, vielleicht erzähle ich es Ihnen irgendwann mal beim Bier, aber so nicht, also nicht auf Video. Also solche Sachen sind schon real, dass Gefahrabwehr geschieht. Und dann ist die Frage, wer kriegt derjenige, der hilft, kriegt der Helfer, kriegt der irgendwie seine Aufwendung ersetzt? Und da greift natürlich die GOA ein. Bei der Feuerwehr ist es ein bisschen komplexer. Bei der Feuerwehr kommt es immer darauf an, ist das Zivilrecht notwendig oder gibt es Sonderregelungen? Feuerwehr ist ja Gefahrabwehr, ist eine öffentliche Aufgabe und oft gibt es in Ländern auch feuerwehrkostenrechtliche Regelungen. Das ist dann öffentliches Recht, Verwaltungsrecht, sozusagen, dass die öffentliche rechtliche Leistung der Feuerwehr, Gefahrabwehr zu betreiben, dann ersetzt wird über das Feuerwehrkostenrecht. Ja, da gibt es einen Verwaltungsakt, einen Kostenbescheid, wo dann da eben entsprechend was drinsteht. Bei der Polizei übrigens auch, wenn Sie Polizei rufen irgendwie und Sie haben das verursacht, dann werden die Kosten eben auch abgewälzt. Ja. Ich habe eine Klausur gestellt zu Rettungsschwimmern. Ja, das sind dann EVs, also eingetragene Vereine. Wenn es da keine Kostenregelung gibt öffentlich-rechtlich, dann ist das eine GOA. Ja? Also dann sind wir in der Geschäftsführung ohne Auftrag, das ist die Gefahrabwehr. Genau. Gut, also Bereicherungsrecht, wieder die andere Baustelle. Unberechtigte Vermögensverschiebungen werden rückgängig gemacht. Gut, also auch das ist ein Zweck von Schuldverhältnissen. Gut, jetzt wollen wir mal ein bisschen reden über die Inhalte von Schuldverhältnissen. Was kann Gegenstand eines Schuldverhältnisses auch sein? Und da müssen Sie ganz grundsätzlich berücksichtigen, dass wir Privatautonomie haben, Vertragsfreiheit, sodass Inhalte von Schuldverhältnissen, zumindest von rechtsgeschäftlichen Schuldverhältnissen, völlig frei bestimmt werden können. Und Sie kennen auch die Grenzen der Privatautonomie, nämlich die Beschränkungen unten, also bei der Abschlussfreiheit, der Kontrahierungszwang. Grundsätzlich darf ich entscheiden, mit wem ich ein rechtsgeschäftliches Schuldverhältnis eingehe, aber es gibt Kontrahierungszwangbestimmungen. Ja. Bei monopolartigen Betrieben beispielsweise Elektrizitätsbetreiber, ja, der sie versorgen muss, Grundversorgung sicherstellen muss und so weiter. Inhaltsfreiheit, Sie können den Inhalt von Schuldverhältnissen grundsätzlich frei bestimmen. Deswegen werden Sie sehen, wenn wir das vertragliche Schuldrecht machen, das BGB kennt gewisse typischerweise geschlossene Verträge, Kaufvertrag, Dienstvertrag, Werksvertrag, Arbeitsvertrag, Behandlungsvertrag. Bauvertrag, Bauträgervertrag, Verbraucherbauvertrag, all solche Verträge, die typischerweise geschlossen werden. Aber wenn Sie da nicht fündig werden, zum Beispiel Beherbergungsvertrag, nehmen wir mal an, Sie gehen in ein Restaurant. Ja? Ein Restaurant ist ein typengemischter Vertrag. Da sind mehrere Elemente drin. Da ist irgendwas Platzmiete, ja, dann sind Dienstleistungen mit dabei, weil der Ober oder die Kellnerin entsprechend Ihnen eben
sozusagen Dienstleistungen, Serviceleistungen erbringt. Drittens haben Sie natürlich möglicherweise Werkleistungen, wenn Sie irgendwas essen, ja, oder was trinken. Wenn Sie was trinken, was vorgefertigt ist, eher Kaufelement. Ja, das sind typengemischte Verträge. Und da gibt es jetzt nichts vorgefertigt. Ja. Das ist aber unproblematisch. Deswegen ist nicht der Vertrag nichtig, ja, sondern Vertragsfreiheit. Wenn im Gesetz kein Vertragstypus vorhanden ist, dann können Sie trotzdem wirksamen Vertrag schließen. Sie können Verträge schließen, wie Sie wollen. Sie können sich das überlegen oder ausdenken, wie Sie Verträge schließen wollen und die dann entsprechend privatautonom schließen. Beschränkungen gibt es natürlich, zwingendes Recht, ganz klar. Es gibt die entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen, die wir auch schon zum Teil kennengelernt haben, 138, 134, dann haben wir das AGB-Recht kennengelernt. All das sind Beschränkungen der Inhaltsfreiheit, die sozusagen die Inhaltsfreiheit beschränken. Und auch bei der Formfreiheit haben wir gewisse Beschränkungen, das haben wir auch schon gesehen. So, jetzt schauen wir, bevor wir ganz konkret auf den Inhalt der verschiedenen Schuldverhältnisse gehen, was also Gegenstand tatsächlich, was Pflichten eines Schuldverhältnisses sein können, uns detailliert anschauen, wollen wir nochmal den Begriff des Schuldverhältnisses anschauen. Wir haben ja gesagt, ein Schuldverhältnis, was ist das? Das ist eine rechtliche Sonderverbindung zwischen zwei Personen und mindestens zwei Personen. Also das Grundlage von Leistungspflichten und Verhaltenspflichten sein kann. Jetzt gibt es aber zwei Verständnisse dieses Schuldverhältnisses. Es gibt ein weiteres Verständnis und es gibt ein engeres Verständnis und das ist blöderweise nicht einheitlich im BGB geregelt. Ja? Also wird vom Gesetzgeber der Begriff des Schuldverhältnisses nicht immer einheitlich verwandt. Es gibt den Begriff im weiteren Sinne, das Schuldverhältnis wird im weiteren Sinne begriffen, das heißt, da wird gemeint oder gemeint ist dabei die Gesamtheit mehrerer Rechte und Pflichten von Gläubiger und Schuldner aus einem einheitlichen Rechtsverhältnis, zum Beispiel einem Vertrag. Und wenn Sie jetzt anschauen, unsere Beispiele von vorher, vertragliche Schuldverhältnisse, die wir gemacht haben, zum Beispiel den Kaufvertrag, dann haben wir, wenn wir das Schuldverhältnis im weiteren Sinne begreifen, ist der Kaufvertrag und alle Rechte und Pflichten, die in diesem Kaufvertrag drinstecken, das Schuldverhältnis. Ja? Da steckt dann drin die Leistungspflicht des Verkäufers zur Übergabe und zur Beeignung. Da steckt drin die Leistungspflicht des Käufers zur Zahlung des Kaufpreises und zur Abnahme des Kaufgegenstandes. Da steckt aber auch drin alles, was die Sorgfaltspflichten angeht, 241 Absatz 2, und zwar von beiden Parteien. Das heißt, wenn wir das Schuldverhältnis als Begriff weit verstehen, dann meinen wir die Gesamtheit aller Rechte und Pflichten aus einem bestimmten Verhältnis. Und hier haben wir beispielsweise einen entsprechenden Begriff, den weiten Begriff verwandt bei 311 BGB, Absatz 1. Ja, oder in der Überschrift, ja, Abschnitt 3, Schuldverhältnisse aus Verträgen, weiter Begriff. 311 Absatz 1, zur Begründung eines Schuldverhältnisses durch Rechtsgeschäft, weiter Begriff. Gibt eine Mindermeinung, die sagt, 311 Absatz 1 meint das enge Verständnis, ist aber im Ergebnis jetzt für Sie nicht wahnsinnig relevant. Gut, also es gibt diese Rechtspflichten, Beispiel aus dem Kaufvertrag habe ich gemacht. Beispielsweise würde auch reinfallen die Mängelrechte. Weiteres Beispiel könnte man bei der Geschäftsführung ohne Auftrag nennen. Auch da würde man sagen, die Geschäftsführung ohne Auftrag ist das Schuldverhältnis im weiteren Sinne. Und da steht eben entsprechend dann die verschiedenen Ansprüche drin, die Einzelansprüche 667 beispielsweise, 681 Satz 2 entsprechend die jeweiligen Ansprüche und das Anspruch des Geschäftsführers auf Aufwendungsersatz, zum Beispiel 670, 683. Gut, jetzt schauen wir den Begriff im engeren Sinne an. Ein Begriff im engeren Sinne, der ist gleichzusetzen mit dem Anspruchsbegriff. Ja? Rechtliche Schuldverhältnis im engeren Sinne meint, die lediglich die rechtliche Sonderverbindung im Sinne eines Anspruchs, nämlich nach 194.1 das Forderungsrecht, das Recht von einem anderen ein Tun oder Unterlassen zu fordern. Ja? Das ist sozusagen der engere Begriff des Anspruchs. Und hier ist sozusagen ein Beispiel für den engen Begriff, der 241 Absatz 1. Kraft des Schuldverhältnisses ist der Gläubiger berechtigt, vom Schuldner eine Leistung zu fordern. Enger Begriff, enges Verständnis. Ja? Nicht mehrere Leistungen oder verschiedene Leistungen, eine Leistung. Absatz 2, das Schuldverhältnis kann nach seinem Inhalt jeden Teil zur Rücksicht, ja, kann auch die Rücksichtnahmepflicht enthalten. Aber da ist auch sozusagen das Schuldverhältnis wieder im weiteren Sinne. So, weitere Beispiel für den Begriff des Schuldverhältnisses
Im engeren Sinne ist der 362. Schauen Sie mal rein. Es ist schon wichtig, dass man sozusagen versteht, dass der Begriff des Schuldverhältnisses nicht immer gleich ist, weil Sie sonst vielleicht die falschen Schlüsse ziehen. So, schauen Sie mal rein, 362. Da steht dann drin, das Schuldverhältnis erlischt, wenn die geschuldete Leistung an den Gläubiger bewirkt wird. Ist da natürlich auch das enge Verhältnis, der enge Schuldverhältnisbegriff gemeint. Warum? Stellen Sie sich vor, Sie schließen einen Kaufvertrag ab und vereinbaren eine Vorleistungspflicht des Käufers. Erst das Geld, dann die Ware, sonst geschieht das Unfassbare. Ja? Also sagt der Verkäufer, her mit der Kohle, sonst kriegst du dein Geld nicht. Erst wenn das Geld da ist, kriegst du deine Sache nicht. Also erst das Geld auf die Hand und dann leiste ich dir entsprechend den Kaufgegenstand. Vorleistungspflicht vereinbart, dann könnten wir sagen, okay, wenn jetzt der 362 den weiten Schuldverhältnisbegriff meinen würde, hieße es mit Bewirken der Leistung, Kaufpreiszahlung, erlischt das gesamte Schuldverhältnis. Das heißt, kein Anspruch mehr auf Übergabe und Übereignung. Das kann es ja eigentlich nicht sein. Ja? Also, der 362, wenn wir ihn als weites Schuldverhältnis, den Begriff des Schuldverhältnisses da drin als weit verstehen würden, würde mit der Bewirkung einer Leistung ja immer das gesamte Schuldverhältnis erlöschen. Damit wäre die Grundlage auch für die anderen Pflichten, die noch nicht erfüllt sind, entzogen. Ja? Das kann nicht sein. Weil es kann nicht sein, dass wenn man einen Kaufvertrag erfüllt, einen Kaufpreis zahlt, plötzlich ich keine Übereignungs- und Übergabeanspruch mehr gegen den Verkäufer habe, als Käufer. Also dann würde keiner mehr ein Austauschverhältnis machen. Ja? Deswegen muss dieser Begriff eng zu verstehen sein und sich beziehen nur auf den Anspruch, der gerade bewirkt worden ist. Das heißt, der 362 meint, wenn der Käufer den Kaufpreis bewirkt, ihn zahlt, erlischt die Kaufpreiszahlungsverpflichtung. Die anderen Pflichten aus dem Schuldverhältnis bleiben dann aber unberührt. Ja? Das ist ein Unterschied. Das heißt, Sie müssen sozusagen innerlich sozusagen immer berücksichtigen, Schuldverhältnis ist nicht immer gleich Schuldverhältnis. Es kann unterschiedliche Dinge meinen. Also Schuldverhältnis kann man verwenden, den Begriff, für die Gesamtheit der Rechte und Pflichten aus einem einheitlichen Verhältnis. Im engeren Sinne bezeichnet das Schuldverhältnis aber konkret den Anspruch. Gut, und das hat natürlich Auswirkungen entsprechend, wie man sozusagen das Ganze dann, was sozusagen die Rechtsfolgen wären. Also Sie müssen es sozusagen richtig begreifen. Gut, dann schauen wir uns jetzt die Pflichten aus dem Schuldverhältnis an. Wir haben heute schon mal so ein bisschen drüber gelesen über den 241, haben gesagt, okay, beim 241 gibt es verschiedene Pflichten. Wir können Leistungspflichten im engeren Sinne, also Leistungspflichten haben, wir können Sorgfaltspflichten haben und so weiter. Und jetzt schauen wir uns das mal ganz detailliert an, wie das gestaltet sein kann. Grundsätzlich bemisst sich der Inhalt des Schuldverhältnisses, zumindest bei vertraglichen Schuldverhältnissen, ja immer danach, was die Parteien vereinbaren. Bei gesetzlichen Schuldverhältnissen nicht, ja, weil da kommt es nicht auf den Willen an, sondern auf die gesetzliche Tatbestandsverwirklichung. Aber wenn die Parteien ein rechtsgeschäftliches Schuldverhältnis vereinbaren, dann kommt es im Wesentlichen auf die Vereinbarung der Parteien an. Und die Leistungspflichten, die können natürlich verschieden gestaltig sein. Übergabe, Übereignung einer Kaufsache, Leisten eines Dienstes, Arbeitsleistung erbringen, ein Werk herstellen, Schadensersatz zahlen, kann auch der Inhalt einer Leistungspflicht aus dem Schuldverhältnis sein. Also grundsätzlich kann eben Schuldverhältnis vielgestaltige Leistungspflichten haben. Aufwendungsersatz zum Beispiel geht auch, ja, haben wir auch schon kennengelernt, den 676. Okay, und jetzt, wenn wir sozusagen diese Kategorien mal anschauen, Leistungspflichten und sonstige, also Sorgfalts- und sonstige Verhaltenspflichten und Sorgfalts- und rücksichtsame Pflichten, wenn wir uns das anschauen, dann lässt sich auch im Bereich der Leistungspflichten sozusagen lassen sich Unterschiede erkennen. Bei den Leistungspflichten, da meinen wir jetzt das Schuldverhältnis im engeren Sinne, ja, also so wie im 241 Absatz 1, 194 Absatz 1 gemeint, das sind die Ansprüche, die eben sozusagen gegeben sind im Schuldverhältnis.
unterschieden wird zwischen Haupt- und Nebenleistungspflichten. Hauptleistungspflichten sind immer die Pflichten, die charakteristisch sind für das Schuldverhältnis. Beim Kaufvertrag beispielsweise die Übergabe und die Übereignung der Kaufsache und die Zahlung des Kaufpreises. Ja, das ist die Hauptleistungspflicht. Bei Arbeitsleistung die Erbringung der Arbeitsleistung und die Zahlung des Arbeitsentgeltes. Beim Dienstvertrag entsprechend genauso. Beim Behandlungsvertrag die ärztliche Behandlung als Hauptleistungspflicht und die Zahlung des Behandlungsentgeltes als Hauptleistungspflicht. Also die charakteristischen Pflichten sind Hauptleistungspflichten, die eben charakteristisch sind für das Schuldverhältnis, für die Kategorisierung des Schuldverhältnisses. Dazu zählen immer die Essentialia Negotii. Ja, Essentialia Negotii sind immer Hauptleistungspflichten, das ist ganz klar. Gut, dann gibt es neben den Hausleistungspflichten natürlich Nebenleistungspflichten und das sind dienende Pflichten, die sozusagen mit dabei sind, die auch mit vereinbart sind zwischen den Parteien, die aber jetzt nicht charakteristisch sind wie die Hauptleistungspflicht. Beispiel wäre zum Beispiel die Abnahmeverpflichtung beim Kaufvertrag. Ja, für 33 Absatz 2 verpflichtet den Käufer auch den Kaufgegenstand abzunehmen. Ja. Ist da drin. Das ist keine Hauptleistungspflicht. Nicht charakteristisch, dass der Käufer für den Kaufvertrag, dass der Käufer die Sache abnimmt, sondern charakteristisch ist der Austausch. Ware gegen Geld. Das ist der Kaufvertrag. Und die Abnahmepflicht, die dient lediglich der Durchführung und deswegen ist sie sozusagen eine Nebenleistungspflicht. Es gibt noch andere Nebenleistungspflichten. Wenn jetzt irgendwelche Bereitstellungspflichten von Material beispielsweise dabei sind, nehmen Sie an, Sie beauftragen Werkunternehmer bei Ihnen einen wunderschönen Wohnzimmertisch. Ja, ich weiß nicht, wie man das macht, irgendwie zu Schreinern. Nehmen wir es mal so. Ja, irgendjemand soll sozusagen beauftragen, Schreiner damit einen Wohnzimmertisch zu schreinern. Und sagen aber, ja, das muss aus einem bestimmten Baum sein, weil der Baum stand auf dem Familiengrundstück, den hat mein Urgroßvater gepflanzt, der ist jetzt umgekippt im Sturm. Und ich möchte dieses Holz und diese Erinnerung an meinen Urgroßvater möchte ich gerne in meinem Wohnzimmer haben. Ja? Dann würde eine Pflicht bestehen oder vereinbart werden in der Regel, ja, dass sozusagen dieser Baum irgendwie zum Schreiner kommt, dass der eben dieses Material, das er ja verarbeiten soll, auch zur Verfügung gestellt bekommt. Weil der Schreiner hat natürlich Holz, aber er hat vielleicht nicht das Holz, das gewollt ist. Also gibt es eine Nebenleistungspflicht, bring den Baum vorbei. Ja? Sozusagen. Ja, oder vielleicht eine Pflicht, hol den Baum ab. Ja, kann man auch vereinbaren. Das ist natürlich auch nicht charakteristisch für die Herstellung, Werk sozusagen, Herstellung eines Tisches. Ist es nicht charakteristisch, weil es eigentlich die Lieferung oder die Abholung von Holz jetzt keine Hauptpflicht ist, aber es ist eine Nebenleistungspflicht, die mit drin ist. Zählt nicht zu den Essentialia Negotii, ist aber trotzdem hilfreich oder sozusagen unterstützend für die Haupt- und Nebenleistungspflicht. Gut, jetzt werden Sie sich fragen, okay, brauchen wir da irgendwie, ist das sinnvoll, brauchen wir diese Unterscheidung? Na, einerseits brauchen wir diese Unterscheidung zwischen Haupt- und Nebenleistungspflichten für die Frage, sind die Essentialia Negotii auch vereinbart? Haben wir einen Konsens? Ja? Also beim Vertragsschluss brauchen wir das. Ja? Sozusagen jetzt nähern wir uns sozusagen wieder diesen BGBAT-Fragen vom Schuldrecht her. Ja? Wir merken schon diese Verbindungen. Ja? BGBAT, Vertragsschlusseinigung, über was muss man sich einigen? Jetzt kommen wir aus dem Schuldrecht, ja? Die Hauptleistungspflichten muss man sich einigen. Ja? Essentialia Negotii, das ist Teil dieser Einigung. Wenn ich das nicht habe, wenn ich keine Einigung über die Hauptleistungspflichten habe und auch nicht irgendwie ein Bestimmungsrecht oder Bestimmbarkeit, dann habe ich keinen Konsens. Ja? Dann gibt es keine Vereinbarung, dann gibt es keinen Vertrag. Bei Nebenleistungspflichten ist es so, die sind nicht Essentialia Negotii. Wenn ich da vergesse, mich drüber zu einigen, dann habe ich die Dissensvorschriften 154, 155, die ich heranziehen muss und mich fragen muss, was wollten die Parteien denn? Wollten die den Vertrag trotzdem, auch wenn sie diese Einigung über die Nebenleistungspflicht nicht geschlossen haben? Wollten sie die trotzdem haben? Wollen sie die Wirksamkeit des Vertrages haben? Was ist, wenn sie wussten, dass sie es offen gelassen haben, diese Vereinbarung? Was ist, wenn sie vergessen haben, dass sie einfach was vereinbaren, was nötig ist? Wollen sie den Vertrag dann ja oder nein? Das ist auch wieder BGBAT-Bereich. Ja, also dafür ist es sozusagen relevant, diese Unterscheidung. Dann ist die Frage, ist es sozusagen schuldrechtlich relevant, wenn Sie sich überlegen, oh, wenn es jetzt schief geht, der Baum kommt nicht, ja, oder der macht einen Fehler beim Baum, ja, der behandelt das Holz falsch,
Tisch schaut scheiße aus. Ja. Also ist die Frage, haben Sie da Handhabe? Und wenn Sie jetzt mal reinschauen in den 280 BGB, das ist unsere Anspruchsgrundlage für den Schadensersatz bei Schuldverhältnissen, bei Pflichtverletzungen, machen wir auch nochmal detailliert. Also auch hier, wenn Sie das noch nicht verinnerlicht haben, keine Angst, ist noch nicht Zeit dafür, kommt noch. Wenn Sie reinschauen in den 280, verletzt der Schuldner eine Pflicht aus dem Schuldverhältnis, so kann der Gläubigersatz des hierdurch entstehenden Schadens verlangen. Da steht nur Pflicht. Da steht nicht Hauptleistungspflicht. Da steht auch nicht Nebenleistungspflicht. Da steht nur Pflichtverletzung. Das heißt, die Pflichtverletzung für den Schadensersatz nach Pflichtverletzung, ist es egal, ob wir eine Haupt- oder Nebenleistungspflicht haben. Es kommt auf die Pflichtverletzung an. Also da ist es irrelevant. Aber wir brauchen es jedenfalls für die Frage Unterscheidung, essentielle Negozie, ja oder nein, gibt es einen Konsens. Ja, dafür brauchen wir das Vertragsschlussthema, da haben wir diese Unterscheidung, ist die Unterscheidung relevant. Es geht natürlich um die essentielle Negozie und bei Dissens kann es noch eine Rolle spielen, aber sozusagen beim Schadensersatz, den relevanten Fragen, die so im Schuldrecht kommen, da ist es irrelevant, die Unterscheidung. Relevanter ist da eher die Unterscheidung, die wir hier haben, in primäre und sekundäre Leistungspflichten. Jetzt werden Sie sich denken, oh Gott, was ist das jetzt? Ja, also wir gehen das jetzt in der Vogelperspektive durch. Sie werden dann hinterher sehen, es ist alles gar nicht so schlimm. Ja, es ist alles gar nicht so schlimm. Also Haupt- und Nebenleistungspflichten, das kann man sich ja merken, irgendwie das, die wichtigen und die unwichtigen Sachen. Ja. Und primär und sekundär, oh Gott, was ist das? Ja, die primären werden sozusagen die ersten sein, die sekundären sind die, die später kommen, die als nächstes kommen, also sekundär dahinter stehen. Ja, ist auch nicht so schlimm. Die Entscheidung ist aber wichtig, weil es sozusagen ganz sinnvoll auch gestaltet ist und die Anspruchsgrundlagen eben unterschiedlich sind. So, die primären Leistungspflichten oder Primärpflichten im Schuldverhältnis sind die ganz normal charakteristischen Leistungspflichten, ja, die im Schuldverhältnis halt drinstehen. Hauptleistungspflichten auch. Ja? Beim Kaufvertrag, die Übergabe und Übereignung. Dann beispielsweise die Gutleistung, die mangelfreie Leistung. Ja, was haben wir noch gar nicht gelesen? Das ist der 433 Absatz 1, Satz 2. Den schauen wir auch mal an. Da steht ja auch noch was drin im Satz 2. 433 Absatz 1, Satz 2. Der Verkäufer hat dem Käufer die Sache frei von Sach- und Rechtsmängeln zu verschaffen. Das muss er auch noch tun. Nicht nur übergeben und übereignen, sondern er muss auch frei von Sach- und Rechtsmängeln leisten. Auch das sind charakteristische Leistungspflichten und Primärpflichten. Die Primärpflicht ist die Pflicht, die aus dem Schuldverhältnis eben entsteht. Leistungspflicht primär, charakteristisch für einen Kaufvertrag, Übergabe, Übereignung. Andere Primärpflicht beim Arbeitsverhältnis, Arbeitsleistung erbringen. Andere Primärpflicht beim Dienstvertrag, Dienstleistung erbringen. Beim Behandlungsvertrag, Behandlung vornehmen. Das sind die Primärpflichten. So, und die Sekundärpflichten, die knüpfen sozusagen daran an, die entstehen erst später, die knüpfen an sozusagen an die Nichterfüllung oder Schlechterfüllung der Primärpflicht. Was passiert jetzt, wenn eben der Verkäufer eben nicht nach 433 Absatz 1 Satz 2 frei von Sach- und Rechtsmängeln leistet? Was passiert, wenn der Kaufgegenstand defekt ist? Was passiert, wenn der Tisch nicht schön ist, nicht so schön ist, wie es verabredet war? Wenn das beispielsweise kein naturgeölter Tisch ist, sondern möglicherweise dann plötzlich lackiert wird von dem Werkunternehmen. Was passiert dann? Dann wird die Primärpflicht nicht ordnungsgemäß erfüllt und an diese Nichterfüllung oder nicht ordnungsgemäße Erfüllung der Primärpflicht schließt sich dann eine Sekundärleistungspflicht an. Ja? Also diese Sekundärleistungspflicht, die sozusagen tritt dann an die Stelle der primären Leistung oder tritt daneben und sozusagen kompensiert das, was eben nicht ordnungsgemäß gelaufen ist. Ja? Also Sie merken sich, die primären Leistungspflichten, Primärpflichten, das sind immer die charakteristischen Leistungen, die sozusagen dieses Vertragsverhältnis auch charakterisieren, gestalten. Und diese Pflichten betreffen sozusagen das Austauschverhältnis, das Erfüllungsinteresse. Deswegen, weil natürlich die Parteien ein Interesse daran haben, dass der Vertrag so durchgeführt wird, wie sie es vereinbart haben. Ja? Das ist das Interesse beider Parteien an der Erfüllung. Der Verkäufer hat das Interesse, dass der Kaufpreis vollständig kommt und zwar rechtzeitig. Und der Käufer hat ein Interesse, dass der Kaufgegenstand übergeben, übereignet wird und zwar frei von Sach- und Rechtsmängeln. Das ist das Erfüllungsinteresse.
Ja, das Interesse jeder Parteien an der Erfüllung des Vertrags. So, und wenn dieses Erfüllungsinteresse, wenn da irgendwo eine Störung auftritt, weil eben nicht erfüllt wird, gar nicht erfüllt wird oder schlecht erfüllt wird, weil die Leistung vielleicht zu spät kommt, dann kommen die sekundären Leistungspflichten auf den Plan und die greifen dann ein, die treten dann entweder an die Stelle der Hauptleistungspflicht, Schadensersatz statt der Leistung, ja, weil die Leistung eben nicht kommt, oder sie treten daneben, zum Beispiel den Verzögerungsschaden. Wenn die Leistung kommt, aber verspätet, aber trotzdem Verzögerungsschaden eingetreten ist, dann kommt eben die treten sie neben die Leistung, Schadensersatz neben der Leistung. Und jetzt ist die Frage, welches Interesse betreffen die? Die können beide Interessen betreffen. Die können sowohl, wenn sie an die Stelle der Leistung treffen, das Erfüllungsinteresse betreffen, und wenn sie daneben bestehen, das Integritätsinteresse. Ja? Zum Beispiel bei einer Nebenpflichtverletzung. Machen wir mal ein Beispiel. Ja? Also sie kaufen sich, weil sie Lust drauf haben, Elektronikprodukt, neues iPad. Ja? Wollen sich kaufen. Ja? Kaufen sie. Bestellen das, dann kommt es, wird geliefert, dann machen sie es auf, dann sehen sie, schönes, tolles, rotes, neues iPad. Auf der Rückseite ein fetter Kratzer. Also sie sagt, der ist nicht mitgekauft. Pflichtverstoß. Also, die Leistungspflicht aus 433 Absatz 1, Übergabe und Übereignung, wäre erfüllt. Kaufpreis haben Sie auch schon gezahlt, 433.2 ist auch erfüllt worden. Aber die Leistungspflicht aus 433 Absatz 1 Satz 2 ist eben nicht erfüllt worden, weil der Verkäufer dem Käufer, also der Verkäufer Ihnen, das iPad nicht frei von Sachmängeln geliefert hat. Sachmangel, müssen wir nochmal schauen, was ist ein Sachmangel? Schauen Sie mal rein in den 434. Die Sache ist frei von Sachmängeln, wenn Sie bei Gefahrübergang den subjektiven Anforderungen, den objektiven Anforderungen und den Montageanforderungen dieser Vorschrift entspricht. Die Sache entspricht den subjektiven Anforderungen, wenn sie die vereinbarte Beschaffenheit hat, die für den Vertrag vorausgesetzte Verwendung ereignet oder mit einem vereinbarten Zubehör und so weiter. Subjektiv vereinbart, wenn Sie ein neues iPad kaufen, da steht neu, dann ist Kratzer eigentlich ausgeschlossen. Ja, also entspricht schon mal nicht der vereinbarten Beschaffenheit. Wenn Sie was Neues kaufen, heißt das ohne Kratzer. So, das heißt, ein Sachmangel liegt vor. So ein mangelhaftes Ding, iPad mit Kratzer, ist natürlich nicht die 1.000 Euro wert, die Sie da hingelegt haben für dieses iPad. Vielleicht haben Sie nicht so viel hingelegt, sondern es finanziert. Aber auch da ist sozusagen der Sachmangel da, ist ein Minderwert im Wert des Gegenstands. So, und jetzt stellt sich die Frage, was haben Sie für Ansprüche? Was tritt an die Stelle dieser Leistungspflicht? Primärleistungspflicht ist nicht erfüllt worden. Was tritt dann an diese Stelle? Und jetzt schauen Sie mal rein in die 439, Rechte auf Nacherfüllung. 437. Das sind die sogenannten Mängelrechte des Käufers. Rechte des Käufers bei Mängel, ist die Sache mangelhaft, kann der Käufer, wenn die Voraussetzungen erfolgen, Vorschriften vorliegen und soweit nicht ein anderes bestimmt ist, erstens nach 439 Nacherfüllung verlangen, zweitens nach den 440, 323, 326 Absatz 5 vom Vertrag zurücktreten oder nach 141 Kaufpreis mindern, nach 440, 280, 281, 283, 311a Schadensersatz oder nach 284 Ersatz der vergeblichen Aufwendungen verlangen. So, das sind die Mängelrechte. Also, wenn eine Leistungspflicht, eine Primärpflicht nicht erfüllt worden ist, knüpfen daran Sekundäransprüche. Ja? Die Nacherfüllung ist so ein Mittelding. Ja? Die Nacherfüllung, die geht sozusagen auf Neulieferung oder Nachbesserung und wandelt sozusagen den Primäranspruch auf Leistung einer mangelfreien und Rechtsmangel, also einer mangelfreien Sache, in einen Nacherfüllungsanspruch um, machen wir näher im Kaufrecht. Beim Schadensersatz, da haben wir einen klaren Sekundäranspruch, zum Beispiel jetzt hier, iPad mit Kratzer, heißt halt, iPad ist weniger wert, das heißt, objektiver Wert der Sache ist geringer, als sie eigentlich vereinbart hatten. Deswegen haben sie einen Schaden, eine Vermögenseinbuße, ja. Und diese Vermögenseinbuße betrifft das Erfüllungsinteresse deswegen, weil sie ja ihr Erfüllungsinteresse darauf abzielt, eine ordnungsgemäße, sachmängelfreie Sache zu kriegen. Also diesen Schaden, der da eingetreten ist, den mangelbedingten Minderwert, den können Sie als Schaden kompensieren, Schadensersatz verlangen. So, und da ist der Schadensersatz statt der Leistung der relevante. Also wären wir bei
437 Nummer 3. Und dann gehen wir in den 280 und werden wir verwiesen auf den 280. 280.1, 280.3 sagt uns, das machen wir jetzt einfach mal, ja, auch wenn wir es noch nicht so ganz durchhaben, nur zur Veranschaulichung, wie das so läuft. 280.1, 280.3, wie heißt es? 280.1, verletzte Schuldner, eine Pflicht aus dem Schuldverhältnis, so kann der Gläubige einen Ersatz des hierdurch entstehenden Schadens verlangen. Absatz 3, Schadensersatz statt der Leistung kann der Gläubiger nur unter den zusätzlichen Voraussetzungen 281, 282, 283 verlangen. So, Schadensersatz statt der Leistung. Das ist der Schadensersatz, der an die Stelle der primären Leistungspflicht tritt. Primäre Leistungspflicht, Leistung einer Sache ohne Sachmängel und ohne Rechtsmängel. Da tritt der Schadensersatz hin. Also Schadensersatz statt der Leistung wäre relevant. Ja? Also auch jetzt, dass wir 37 dann so, dass man nicht direkt Schaden fordern kann, sondern erstmal der Verkäufer nachprüfen muss, wahrscheinlich schon, oder? Weil der an erster Stelle steht. Kommen wir gleich hin, genau, gute Frage. Kommilitone sagt, beim 437, da haben wir ja Nummern. Wie ist denn das? Ist das sozusagen, kann ich da wählen, das eine, das andere? Oder muss ich da von Nummer 1 dann zu Nummer 3 durchgehen? Muss ich erstmal Nacherfüllung verlangen, dann zurücktreten, mindern und dann kann ich erst Schadensersatz fahren? Gute Frage. Früher war es tatsächlich so, dass ich Rücktritt und Schadensersatz nicht kombinieren konnte. Das geht jetzt. Nacherfüllung steht da auch ganz oben jetzt, ja. Ist aber kein Hierarchieverhältnis. Das heißt, ich muss nicht von Nummer 1 bis Nummer 3 durchgehen. Also ich kann kombinieren. Die inhaltliche Ausgestaltung der einzelnen Mängelrechte sieht aber bei möglicher Leistung meistens eine Fristsetzungserfordernis vor. Das heißt, das Recht zur zweiten Andienung ist gleichzusetzen mit dem Fristsetzungserfordernis. Das heißt, bevor ich Schadensersatz verlangen kann, bevor ich zurücktreten kann, muss ich erstmal dem Verkäufer noch eine Frist zur Nacherfüllung setzen. Ich muss ihm nochmal sagen, du, das ist irgendwie schiefgelaufen, jetzt mach's so, wie es vereinbart war. Das brauche ich bei den Schadensersatzverpflichtungen, das brauche ich beim Rücktritt. Das heißt, aufgrund dieser Voraussetzungen, dieses Fristsetzungserfordernisses, haben wir immer einen Vorrang der Nacherfüllung. Ja, also dieses Recht zur zweiten Andienung nennt man das auch, machen wir noch näher, wenn wir sozusagen im Kaufrecht dann sind. Dieses Fristsetzungserfordernis, das schafft sozusagen faktisch einen Vorrang der Nacherfüllung. Ja. Ist auch eine einzigartige Sache, die quasi diesen Vorrang der Nacherfüllung, der nicht überall weltweit beispielsweise eine Rolle spielt. In England zum Beispiel ist der Rechtsbehelf des Specific Performance, also Erfüllung, Nacherfüllung, als Rechtsbehelf eher sekundär. Ja, da geht es erstmal nur auf Damages, Schadensersatz. Ja, das ist vorrangig. Bei uns, wir haben sozusagen das Nacherfüllungsrecht quasi kultiviert als ersten Rechtsbehelf, in Anführungszeichen, als erste Adresse, um dem Verkäufer nochmal zu sagen, hey, hier ist was falsch gelaufen, darfst nochmal versuchen. Ja. Nur wenn das fehlschlägt, geht es weiter. Ja. Also Fristsetzungserfordernis brauchen wir in jedem Fall und damit eine Nacherfüllung. Steht so auch drin in 281, Schadensersatz statt der Leistung, der an die Stelle der Leistung tritt, wie bei uns, mangelbedingter Minderwert, der geht nur nach den zusätzlichen Voraussetzungen 281. Da heißt es, soweit der Schuldner die fällige Leistung nicht oder nicht wie geschuldet erbringt, nicht wie geschuldet erbracht, ja, weil mangelhaft, kann der Gläubiger unter den Voraussetzungen des 280.1 Schadensersatz statt der Leistung verlangen, wenn er dem Schuldner erfolglos eine angemessene Frist zur Leistung oder Nacherfüllung bestimmt hat. Also Fristsetzungserfordernis. Ja. Es gibt Entbehrlichkeitsbestimmungen, wann die entbehrlich ist und so weiter. In gewissen anderen Fällen braucht man gar keine Fristsetzung, weil es keinen Sinn macht. Das machen wir alles noch. Aber wir sehen ganz deutlich, wenn die Primärpflicht Leistung einer mangelfreien Sache nicht erfüllt wird, dann tritt an die Stelle der Primärpflicht eine Sekundärpflicht, nämlich Schadensersatzleistung. Ja? Das heißt, wenn auch die Nacherfüllung fehlschlägt, kann Schadensersatz statt der Leistung nach 281.1, 381 verlangt werden. Ja? Gut, dann gibt es noch den Schadensersatz neben der Leistung. Da tritt die Sekundärpflicht, die entsteht im Laufe des Schuldverhältnisses, nicht an die Stelle der Leistung, sondern neben die Leistung. Wir stellen uns wieder Folgendes vor. Sie kaufen ein wunderbares iPad im Netz, neu, diesmal ohne Kratzer. Ja, es wird geliefert, es hat aber einen inneren Defekt, einen internen Defekt. Sie schließen es an Ihren Computer an und es gibt einen Kurzschluss, ja, und Ihr Computer verreckt. Ja. Der geht nicht mehr an, tot, verkokelt, es stinkt, ja.
Schluss. Ja? Gut, dann ist die Frage, klar, mangelbedingter Minderwert, das iPad ist auch Schrott, ja, das kriegen Sie neu. Ja? Da haben Sie Nacherfüllungsanspruch, das Ding ist kaputt. Aber was mit Ihrem Computer? Das ist keine Sache, die der Verkäufer sachmangelfrei liefern muss. Aber der Schaden an Ihrem Computer wurde verursacht durch das defekte iPad. Das heißt, es ist ein Mangelfolgeschaden. So. Und dieser Schaden, der, da muss man sich jetzt überlegen, ist das ein Schaden, der sozusagen an die Stelle der Leistung tritt, wenn Sie einen Schadensersatz fordern? Ist das ein Schadensersatz, der an die Stelle der Leistung tritt oder ist ein Schadensersatz neben der Leistung? Und dann würde man sagen, der Laptop ist überhaupt gar nicht Gegenstand dieses Vertrages gewesen, gar nicht der Leistungspflicht gewesen. Also kann der Schadensersatz, der diesen geschädigten Laptop betrifft, auch gar nicht an die Stelle der Leistung treten. Also rein vom Sinnhaften her. Ich will jetzt gar nicht die Abgrenzung, es ist umstritten, wie man es genau abgrenzt, machen wir alles noch, aber ich will es jetzt gar nicht in die Tiefe gehen. Ja. Sozusagen nur mit gesundem Menschenverstand. Der Laptop ist nie Gegenstand dieser Leistung gewesen. Er war nie Teil des Erfüllungsinteresses. Ja. Weil wenn Sie einen Laptop kaufen, ein iPad kaufen, dann ist das Erfüllungsinteresse, ich möchte ein gutes, funktionierendes iPad haben. Da ist nicht das Erfüllungsinteresse, andere Rechtsgüter sollen nicht geschädigt werden. Das betrifft das Integritätsinteresse, Unversehrtheit der Integrität Ihrer anderen Rechtsgüter. Das heißt, der Schaden, der am Laptop eingetreten ist, der fällt eigentlich ins Integritätsinteresse, kann also logischerweise gar nicht an die Stelle der Leistung, Äquivalenzinteresse, treten, sondern nur neben der Leistung bestehen. So, jetzt ist die Frage, wie setzt man das um? Ja, auch andersrum, wenn Sie die Leistungspflichten anschauen und die kaufrechtlichen Mängelrechte anschauen, Nacherfüllung, wenn Sie jetzt an die Nacherfüllung denken, würde die Nacherfüllung den kaputten Laptop beseitigen oder nicht? Was würden Sie sagen? Wenn Sie dem Verkäufer sagen, der Ihnen ein defektes iPad geliefert hat, erfüll mal nach. So, jetzt schauen wir mal vielleicht, das ist eine unfaire Frage, ja, Sie wissen gar nicht, was Nacherfüllung ist. Schauen wir mal rein, 439 BGB. Also bevor Sie Schadensersatz verlangen können, hieß es ja, irgendwie gibt es ja wohl bei manchen Schadensersatzanspruchsgrundlagen ein Recht zur zweiten Anbindung, Fristsetzung. Bei 82 haben wir es gesehen. Ist aber der 82 überhaupt die richtige Norm? So, 439, schauen wir kurz rein gleich. In die Bestimmung zur Nacherfüllung. Ja. Der Käufer kann als Nacherfüllung nach seiner Wahl die Beseitigung des Mangels oder die Lieferung einer mangelfreien Sache verlangen. So. Und habe ich jetzt gesagt, dass sich der Nacherfüllungsanspruch des 439 wahrscheinlich nur darauf beziehen wird, dass iPad korrekt geliefert wird. Genau, völlig richtig. Der Nacherfüllungsanspruch nach 439, der geht auf Nachbesserung oder Nachlieferung. Was wird nachgebessert? Natürlich das defekte Produkt, das nicht sach- und rechtsmängelfrei geliefert worden ist, das nicht sachmängelfrei vor allem geliefert worden ist. Also der Nacherfüllungsanspruch modifiziert den Erfüllungsanspruch, den Primäranspruch. Der zielt ab auf die sachmängelfreie Übereignung und Übergabe des Kaufgegenstands, des iPads. Computer kommt da nicht drin vor. So, wenn jetzt der Sachmangel vorliegt, das iPad defekt ist, dann wird dieser Mangel beseitigt. Entweder durch Nachbesserung, die schrauben das iPad auf und bauen eine neue Platine rein, oder sie schicken ihnen einfach ein neues, mangelfreies, Nachlieferung. Da ist der Laptop immer noch nicht heile. Ja? Deswegen ist sozusagen, kann sozusagen dieser Schaden, der am Laptop eingetreten ist, der Mangelfolgeschaden, schon gar kein Schadensersatz statt der Leistung sein, weil er gar nicht von Leistungspflichten umfasst worden ist. Also ist dieser Schaden sozusagen ein Schadensersatz neben der Leistung und da sind wir nur beim 280.1 Schadensersatz und da brauchen wir auch keine Fristsetzung. Ja, das ist der Schadensersatzschaden, der endgültig eingetreten ist, der auch bei hypothetisch gedachter Nacherfüllung im letztmöglichen Zeitpunkt nicht entfallen würde. Zur Abgrenzung Schadensersatz statt und neben der Leistung kommen wir dann noch. Gut, Sie sehen also, es gibt im Schuldverhältnis primäre Leistungspflichten, sekundäre Leistungspflichten. Die sekundären Leistungspflichten oder Sekundärpflichten, die entstehen erst dann im Laufe des Schuldverhältnisses, wenn irgendwas passiert, wenn beispielsweise ein Schaden eintritt, eine Pflichtverletzung vorliegt und so weiter, dann entstehen sekundäre Leistungspflichten. Die primären Leistungspflichten bestehen halt von Haus aus. Ja? Wie wäre das denn damit eine Frage, wer muss beweisen, dass das iPad mangelhaft ist? Ist es dann der Verkäufer oder
Also, Kommilitone fragt zu Recht, wer muss jetzt beweisen, dass das iPad mangelhaft ist? Und da kann man sozusagen die allgemeine Juristenantwort darauf geben, das kommt darauf an. Es kommt darauf an, in welchem Konstellation das stattfindet. Der Grundsatz ist, derjenige, der sozusagen anspruchsbegründende, für ihn günstige Tatsachen geltend macht, der muss beweisen, dass diese Tatsachen vorliegen. Das heißt, wenn ich als Geschädigter einen Anspruch geltend machen muss, oder will, dann muss ich die anspruchsbegründenden Tatsachen beweisen. Es sei denn, das Gesetz sieht irgendwo eine Beweislastumkehr vor. So, und jetzt ist es im Unternehmer-Unternehmer-Verhältnis oder Verbraucher-Verbraucher-Verhältnis so, dass das auch so ist. Ja? Im Unternehmer-Verbraucher-Verhältnis, also B2C, gibt es verbraucherschützende Bestimmungen, weil der Unternehmer ja der große Böse ist und der Verbraucher der kleine Dumme. Und da gibt es eine Beweislastumkehr, ja? Für neu gekaufte Sachen. Ja, die gibt es. Die machen wir dann, wenn wir ins Kaufrecht kommen. So, das heißt, im Grundsatz muss es der Käufer beweisen, der Geschädigte beweisen, dass die anspruchsbegründenden Umstände vorliegen. Es gibt aber gewisse Beweislastumkehrbestimmungen im Verbrauchsgüterkaufrecht. Gut. So. Einen weiteren Unterschied hier bei den Primärleistungspflichten sehen wir auch, oder Primär- und Sekundärleistungspflichten sehen wir auch wenn die Leistung nicht möglich ist. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein wunderschönes Erbstück. Sie haben von einem wunderbaren Maler ein tolles Bild geerbt von Ihrem Großvater, ein schönes Einzelstück in einem wunderbar goldenen Rahmen. Und dieses Bild, das ist Ihnen alles wert. Ja? Objektiver Wert, sagen wir mal, ist auch ein bisschen was, vielleicht nicht Van Gogh gewesen, aber sondern irgendwie, nehmen wir mal an, der 5.000 Euro. Ja? 5.000 Euro wert, so ein Bild. Und plötzlich, und Sie sagen jetzt, ach, ja, dieses Bild, was mache ich damit? Irgendwie passt nicht in meine Wohnung, ich verkaufe es. Und dann verkaufen Sie es und sagen, okay, lieber Kunstsammler, ich habe hier so ein wunderschönes Bild, wert 5.000 Euro, ich verkaufe es dir. Und der Kunstsammler sagt, super, das komplettiert meine Sammlung dieses Künstlers. Ich will es haben. Ja? Wir schließen diesen Kaufvertrag. Und jetzt, zwei Tage später, bevor die Übergabe des Kaufgegenstandes erfolgen kann, ein Brand. Ja. Sie hatten es, weil es ja so wertvoll ist, in der Gartenhütte gelagert. Ja. Und zufälligerweise hat der Nachbar irgendwie gegrillt, Funkenflug, ihre Gartenhütte brennt ab und damit auch das Bild. So, und jetzt die Frage, was passiert jetzt mit diesen Primärpflichten? Ja. Sie sind ja als Verkäuferin und Verkäufer, verpflichtet, den Kaufgegenstand, das Bild zu übergeben, zu übereignen, sachmängelfrei. Ja? Jetzt können Sie dann ein Häufchen Asche übergeben, aber Sie können sozusagen das Bild nicht mehr hergeben. Ja? Jetzt die Frage, müssen Sie das noch leisten? Und jetzt schauen Sie mal rein in den 275 BGB. Die Unmöglichkeit, werden wir auch noch dieses Semester machen hoffentlich. Der Anspruch auf die Leistung ist ausgeschlossen, soweit diese für den Schuldner oder für jedermann unmöglich ist. So, die Frage ist, können Sie noch das Bild übergeben oder übereignen? Nein, es ist zerstört, es gibt kein Bild mehr. Das heißt, ist es jetzt gerecht, Sie an dieser Pflicht festzuhalten, die Sie gar nicht erfüllen können? Irgendwie würde man sagen, wenn man so auf seine innere Barbara Salisch, sein inneres Rechtsempfinden oder seinen inneren Hold, muss man auch mal sagen, ja, nicht nur immer die Barbara Salisch da so pushen, auch der Richter Hold hat ja was, sozusagen. Wenn Sie sich so denken, kann das sein? Geht nicht. Ja, also Sie können niemanden verpflichten, etwas zu tun, was er gar nicht kann, erfüllen kann. Ja, impossibilium nulla est obligatio, ja, sagt man, wenn man es schön geschwungen ausdrücken will. Ja, also das Unmögliche kann nie eine Pflicht sein. Und deswegen sagt der 275 Absatz 1, die Leistungspflicht erlischt. So, Sie müssen nicht leisten. Gut, die Primärpflicht ist weg. Jetzt schauen Sie mal in den Absatz 4. Die Rechte des Gläubigers bestimmen sich nach 280, 283 bis 285, 311a, 326. So, das heißt, bei der Unmöglichkeit erlischt zwar die Primärleistungspflicht, aber Sekundärpflichten bleiben bestehen oder entstehen vielleicht auch erst durch diese Unmöglichkeit. Das heißt, und jetzt schauen Sie mal in den 283 rein. BGB 283, Schadensersatz statt der Leistung bei Ausschluss der Leistungspflicht. Aha, da haben wir Schadensersatz statt der Leistung.
Braucht der Schuldner 75 Absatz 1, das sind Sie, bis 3 nicht zu leisten, kann der Gläubiger unter den Voraussetzungen des 280 1 Schadensersatz statt der Leistung verlangen. 280 1 Satz 2 und 3 und Absatz 5 finden entsprechende Anwendung. Das heißt, Schadensersatz statt der Leistung kann verlangt werden, weiterhin, also ein Schadensersatz, der an die Stelle der Leistungspflicht tritt, obwohl die Primärleistungspflicht erloschen ist. Also hier haben wir unterschiedliche Schicksale. Das Schuldverhältnis erlischt nicht komplett, wenn Unmöglichkeit vorliegt, sondern die Primärpflichten erlöschen. Jetzt ist die Frage, die Sie sich natürlich stellen werden, kriege ich jetzt noch sozusagen das Geld, kriege ich den Kaufpreis, kriege ich wenigstens die 5.000 Euro für mein Häufchen Asche? Ja? Und da verweist uns ja der 275 Absatz 4 auf den 326, der regelt sozusagen bei gegenseitigen Verträgen, aber nur bei gegenseitigen Verträgen, das Schicksal der Gegenleistungspflicht, wenn die Hauptpflicht, die Leistungspflicht erlischt. Und da steht drin, braucht der Schuldner nach 275 1 bis 3 nicht zu leisten, das sind Sie, entfällt der Anspruch auf die Gegenleistung. Kriegen Sie das Geld nicht. Ja, aber es ist ja auch gerecht. Also wenn Sie wieder Richter Holt und Barbara Salisch befragen, würden Sie sagen, okay, wenn der eine nicht leistet, muss der andere auch nicht leisten. Ja, ist nur gerecht. Okay, also das ist der Grundsatz. Also Primärpflichten, Sekundärpflichten unterscheiden wir. Die Details und Möglichkeit, Schadensersatz statt neben der Leistung und so weiter, Verzögerungsschaden, das machen wir alles. Ja, also lassen sich davon nicht beeinträchtigen jetzt oder erschrecken. Gut, jetzt schauen wir sozusagen weiter bei den Primärpflichten. Also Sie wissen, Primärpflichten, Sekundärpflichten, das sind alles Pflichten, die irgendwie gewisserweise ja Leistungspflichten darstellen. Das heißt, die Person, die verpflichtet ist, der Schuldner, muss leisten. Also entweder übergeben oder übereignen oder er muss zahlen, ja, überweisen, Bargeld hinlegen und so weiter. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, was passiert, wenn der Schuldner nicht leistet, wenn er es einfach nicht tut? Ja, dann wissen Sie, kommt das Prozessrecht ja, sehr gelegen, dann können Sie solche Leistungspflichten auch einklagen. Ja. Primärpflichten, Sekundärpflichten sind grundsätzlich einklagbar. Das heißt, man erhebt eine Leistungsklage, eine Klage auf Leistung, auf Erfüllung beispielsweise, auf Zahlung, auf Übergabe, Übereignung der Kaufsache nach 433 Absatz 1 Satz 1 beispielsweise. All das wären Leistungspflichten. Und diese Leistungspflichten sind eben einklagbar, das heißt prozessual einsetzbar oder durchsetzbar. Und Sie sehen auch hier schon die Funktion des Prozessrechts. Ja. Das materielle Recht, das Zivilrecht, das lässt, regelt sozusagen das Entstehen und das Untergehen von subjektiven Rechten, Ansprüchen. Und das Prozessrecht, das hilft sozusagen, diese materiellrechtlichen Ansprüche durchzusetzen. Ja. Das heißt, wenn Sie Gläubigerin oder Gläubiger eines Anspruchs sind, können Sie, wenn der Schuldner nicht zahlt, sozusagen das Prozessrecht bemühen, Klage erheben und das Geld eintreiben. Ja. Das ist sozusagen die Möglichkeit. Und das besteht grundsätzlich für alle Primärpflichten, mit Ausnahme der nicht vertretbaren Handlungen. Da gibt es den 888 ZPO, den Sie sich merken sollten. Grundsätzlich, da heißt es, kann eine Handlung durch einen Dritten nicht vorgenommen werden, weil sie zum Beispiel höchstpersönlich abzugeben ist. So ist, wenn sie ausschließlich von dem Willen des Schuldners abhängt, auf Antrag von dem Prozessgericht des ersten Rechtszugs zu erkennen, dass der Schuldner zur Vornahme der Handlung durch Zwangsgeld und für den Fall, dass dieses nicht beigetrieben werden kann, durch Zwangshaft oder durch Zwangshaft anzuhalten ist, eben anzuhalten ist, die Handlung vorzunehmen. Das einzelne Zwangsgeld darf den Betrag von 25.000 Euro nicht überschreiten. Für die Zwangshaft gelten die Vorschriften des zweiten Abschnitts und blau über die Haft entsprechen. Androhung findet nicht statt, dieser Zwangsmittel. So. Das heißt, im Grundsatz können Sie alle Leistungen einklagen, also Zahlungsklage, da kriegen Sie dann Leistungsurteil, ja, Zahlungsurteil. Mit dem Urteil können Sie dann zum Gerichtsvollzieher gehen, das verschrecken lassen. Ja, nehmen wir an, Sie haben Kaufpreisforderung von 5.000 Euro. Diese 5.000 Euro, die wollen Sie einklagen oder durchsetzen, dann gehen Sie zum Gerichtsvollzieher und der vollstreckt dann. Der klebt dann den Kuckuck auf das Auto ja, des Schuldners, also pfändet das und dann wird das eben in der Versteigerung, Zwangsversteigerung eben versteigert.
Gut, bei nicht vertretbaren Handlungen, also bei Handlungen, die sozusagen der Schuldner höchstpersönlich vornehmen muss, da kann, reicht natürlich so ein Gerichtsvollzieher, kann da nichts machen. Ja. Es gibt gewisse Handlungen, die kann man fingieren, irgendwelche Willenserklärungen, aber sozusagen manche kann eben nur der Schuldner aufgrund des Persönlichkeitsrechtsschutzes eben vornehmen. Da gibt es dann eine Erzwingung quasi mit Zwangshaft, bis hin zur Zwangshaft kann man das dann durchsetzen. Ja? Könnte man unter diesen nicht vertretbaren Handlungen auch Arbeitszeugen? Weil das kann ja eigentlich nur der Arbeitgeber selbst aufstellen. Das muss niemand. Ja. Genau. Aber das ist ja gut, der Arbeitgeber, der hat ja, also meistens ist ja eine juristische Person, dann gibt es ja mehrere Personen, aber der wird verklagt da eben entsprechend, genau, kann man eben entsprechend das so durchsetzen. Das Arbeitszeugnis muss ja geschrieben werden, das kann man nicht fingieren. Ja, genau. Das ist sozusagen so eine nicht vertretbare Handlung, die die der Schuldner insoweit, der Arbeitgeber, die juristische Person dann eben auch vornehmen muss. Klar, aber durch Vertreter natürlich, der kann ja nicht selber agieren. Aber das wäre auch so ein Ding, ja. Genau. Gut, also Durchsetzbarkeit auch der Primäransprüche durch gerichtliche Klage, durch Gerichtsweg. Anders in anderen Rechtsordnungen, wie gesagt, da sind im Wesentlichen die Sekundäransprüche einklagbar, also Schadensersatzansprüche in England. Da ist sozusagen diese Erfüllung, der Erfüllungsrechtsbehelf eben eher die Ausnahme. Das hat damit zu tun, wie sich das englische Recht entwickelt hat. Wenn Sie das näher interessiert, dann müssen Sie die Rechtsvergleichungsvorlesung belegen. Da gibt es auch eine Einheit zum englischen Recht, wo ich das dann sozusagen erläutere, wie das sozusagen entstanden ist. Okay, also es gibt die Leistungspflichten, die als Haupt- und Nebenleistungspflichten gestaltet sein können. Es gibt die Primärpflichten, die Sekundärpflichten, die alle Leistungspflichten sind und entweder an die Stelle oder neben die Leistung treten. Und dann gibt es daneben noch die leistungsunabhängigen Nebenpflichten. Das sind die Verhaltens- und Schutzpflichten. Und diese Verhaltens- und Schutzpflichten, die gibt es natürlich im Schuldverhältnis, in dem auch Primärleistungspflichten bestehen. Und die gibt es natürlich außerhalb eines Schuldverhältnisses, wo Primärleistungspflichten bestehen, nämlich in Schuldverhältnissen, wo es nur solche Schutz- und Nebenpflichten gibt. Also Schutz- und Verhaltenspflichten. So, und die zielen meistens ab letztlich auf den Erhalt der gegenwärtigen Güterlage, also auf den Schutz der Rechtsgüter vor Beeinträchtigungen, die schützen sozusagen das Integritätsinteresse. Ja. Und das war das, was wir bei 241.2 schon beim Friseurbesuch genannt haben. Wenn der Kunde ausrutscht, da sind seine Rechtsgüter eben geschützt durch den 241 Absatz 2. Ist also eine Nebenpflichtverletzung, keine Hauptleistungspflichtverletzung. So, in der Regel ist bei solchen unabhängigen Nebenpflichten, also Rechtsgüterschutz, gibt es da keinen Anspruch, der einklagbar wäre, wo man sagen könnte, okay, der Friseur, der lässt da öfter mal den Kittel liegen, ja, ich gehe jetzt zum Gericht, klage ein, dass er den Kittel aufräumt. Ja, das gibt es nicht. Ja, solche Nebenpflichten, die sind in der Regel nicht einklagbar und durchsetzbar, weil es einfach auch praktisch nicht relevant ist. Ja, ich meine, niemand würde jetzt sagen, okay, ich erhebe jetzt eine Klage, weil der Friseur den Kittel nicht aufräumt, sondern der würde erst eine Klage erheben, wenn es passiert ist. Ja, wenn sozusagen jemand auf dem Kittel ausgerutscht ist und ein Schaden, der entstanden ist, aufgrund dieses rumliegenden Kittels eben eingetreten ist. Das heißt, der Schadensersatz, was ja dann wieder eine Leistungspflicht ist aus einer Nebenpflichtverletzung, dieser Schadensersatz, der nimmt dann Bezug auf diese Nebenpflichtverletzung. Aber grundsätzlich gibt es da sozusagen keine einklagbaren Ansprüche. Ist ein bisschen umstritten in der Literatur, aber die Fälle, in denen man sozusagen so einen einklagbaren Anspruch hat, die muss man auch erstmal konstruieren. Das sind dann so Lehrbuchfälle, die in der Praxis eigentlich vorkommen. Gut, dann gibt es eben diese Schuldverhältnisse ohne primäre Leistungspflichten. Das wären die Schuldverhältnisse wie beispielsweise die Culpa in Contrahendo, die wir schon kennengelernt haben, wenn sie unter Vertragsanbahnung ist oder ähnlicher geschäftlicher Kontakt und sie da in einem Verhältnis, also vorvertraglichen Verhältnis sind, da gibt es eben auch entsprechende Verhaltens- und Schutzpflichten. Und auch hier haben wir grundsätzlich keine Einklagbarkeit dieser Ansprüche oder keine Ansprüche, die einklagbar wären hinsichtlich der Einhaltung dieser Verhaltens- und Schutzpflichten. Aber auch da ist es so, wie halt bei den Schutzpflichten, Nebenpflichtverletzen in einem Schuldverhältnis auch so, dass wir da eben erst dann einklagen, wenn ein
Schaden entstanden ist. Und das ist dann wieder ein entsprechender Leistungsanspruch. Beispiel Ausrutschen des Kunden auf der Banane im Supermarkt. Gut. So, jetzt ist die Frage, haben wir da irgendwie, warum machen wir das? Warum unterscheiden wir diese Leistungspflichten? Kann man nicht einfach eine Pflicht nehmen, wenn die verletzt ist, so wie der 280 sagt, Schadensersatz gibt es bei Pflichtverletzungen, da wird ja auch nicht nach Haupt- und Nebenpflichten und sonstigen unterschieden. Da wird nicht unterschieden, ja? Aber bei den Folgetatbestandsvoraussetzungen wird unterschieden, bei 280.1 wird nicht unterschieden, welche Pflicht da verletzt ist, aber bei den Folgepflichten, 280.3, der sagt nämlich Schadensersatz statt der Leistung nur unter den weiteren Voraussetzungen der 281 bis 283. Und bei 282 beispielsweise, bei 282, da haben wir einen Schadensersatz statt der Leistung wegen Verletzung einer Pflicht aus 241.2. Aha, das ist eine andere Tatbestandsvoraussetzung als bei einer Leistungspflichtverletzung bei 281.1. 82 Absatz 1 betrifft den Schadensersatz statt der Leistung wegen Leistungspflichtverletzung, ja, also Leistungspflichtverletzung und Nebenpflichtverletzung, Schadensersatz statt der Leistung haben wir in 282. Warum macht das Unterschied? Weil der Anspruch bei Schadensersatzanspruch bei Verletzung einer Leistungspflicht natürlich Voraussetzung der Fristsetzung hat, weil Pacta sunt servanda, der Leistende, mangelhaft Leistende, Nichtleistende nochmal eine zweite Chance haben soll. Bei der Nebenpflichtverletzung macht das gar keinen Sinn, wie bei unserem iPad, das beim Computer ist zerstört war. Da macht der Nacherfüllungsanspruch macht diesen Schaden nicht wieder heile. Also da macht sozusagen die Fristsetzung auch keinen Sinn. Und bei 283, da knüpfen wir an, auch wieder an eine Primärleistungspflichtverletzung. Da gibt es aber auch keine Pflichtverletzung bei Unmöglichkeit, weil auch bei der Unmöglichkeit eine Fristsetzung keinen Sinn machen würde. Also wenn das Bild zerstört ist und Sie das Bild nicht mehr leisten können, sondern nur noch ein Häufchen Asche haben, dann würde auch eine Fristsetzung des Gläubigers, des Käufers auf nochmalige Leistungsversuch nicht helfen, weil aus Asche wird kein Bild mehr. Ja, das ist so. Das heißt, da gibt es für unterschiedliche Konstellationen unterschiedliche Tatbestandsvoraussetzungen und deswegen müssen wir eben entsprechend auch hier unterscheiden. Gut, dann kommen wir noch zu einem ganz speziellen Thema, dem sogenannten Naturalobligationen oder den unvollkommenen Verpflichtungen. Da gibt es sozusagen Pflichten, die gar keine Pflichten sind, sondern Leistungen ohne Pflicht. Ja. Das heißt, da entsteht ein Schuldverhältnis über eine bestimmte Leistung. Die Erbringung der Leistung ist aber nicht verpflichtend für den Schuldner. Da würde ich sagen, warum macht man denn sowas? Ja, sowas Ähnliches hat man schon mal kennengelernt gestern. Wo war das, wo ich beispielsweise eine Leistung habe, die ich erfüllen kann, aber die ich nicht erfüllen muss? Ja? Bei der Verjährung, genau. Völlig richtig. Bei der Verjährung habe ich doch sowas. Da habe ich eine Leistung. Und mit dem Eintritt der Verjährung ist die nicht mehr durchsetzbar, diese Leistungspflicht. Das ist zwar eine Leistungspflicht, die wirklich verpflichtend den Schuldner dazu anhält, die Leistung zu erbringen. Wenn er sie nicht erbringt und der Gläubiger sie aber auch nicht einfordert, irgendwann legt sich der Schalter um, da kann der Gläubiger sie nicht mehr durchsetzen, diese Pflicht. Also der Pflichtteil entfällt. Also dieser Anspruch bleibt aber weiterhin bestehen und er ist erfüllbar, haben wir gesagt. Und das zur Erfüllung Geleistete kann nicht zurückgefordert werden. Ja, das hat man in 214 Absatz 2 drin, ja, als Abweichung von 813 im Bereichungsrecht. So, und diese Situation ist vergleichbar mit anderen Naturalobligationen, also unvollkommenen Verpflichtungen, die eine Leistung betreffen, die aber letztlich nicht verpflichtend durchgesetzt werden kann, die also den Schuldner nicht zur Leistung verpflichtet. So, das heißt, in diesen Fällen ist es genau ähnlich wie bei der Verjährung. Die Leistung kann nicht verlangt werden, sie ist aber erbringbar. Ja? Also die Leistung kann erbracht werden und damit kann die andere Partei tatsächlich Erfüllung herbeiführen. Das heißt, eine Causa fürs Behalten dürfen besteht weiterhin. Und jetzt schauen wir uns mal an, welche Beispiele das sind. Wir schauen einmal, jetzt wird es wieder lustig, zu Paarship. Ja? Heirats- und Partnervermittlung, 656. Paarship. 656. Durch das Versprechen eines Lohnes
für den Nachweis der Gelegenheit zur Eingehung einer Ehe oder für die Vermittlung des Zustandekommens einer Ehe wird eine Verbindlichkeit nicht begründet. Wenn Sie jetzt denken, das habe ich bei Parship, ich muss sowas zahlen. Mist, wie kommt das jetzt, dass ich bei Parship oder wie auch immer, ja, Tinder zielt nicht auf die Eingehung einer Ehe ab, gell? Aber sozusagen, wenn Sie sozusagen da bei Parship jetzt irgendwie zahlen und da steht jetzt drin, wird irgendwie Verbindlichkeit nicht begründet für den Nachweis der Gelegenheit zur Eingehung der Ehe. Gut, Parship zielt jetzt auch nicht zwingend auf die Ehe ab. Ja, viele Familienformen zielen auch nicht modern auf Eheschließung ab. Aber in vielen Fällen ist es halt noch so. Also könnte man doch sagen, okay, warum muss ich da jetzt Mitgliedsbeitrag zahlen? Ja. Also grundsätzlich heißt es, ja, wenn Sie einen Heirats- und Partnervermittlungsvertrag abschließen oder so ein Portal, einen Vertrag schließen, dann sind Sie eigentlich nicht verpflichtet, beim Nachweis eine entsprechende Gelegenheit zur Eingehung der Ehe, also irgendwie dem Nachweis von besonders geeigneten Personen, die der Algorithmus für passend für Sie hält, ja, ein Entgelt dafür zu zahlen. So, genauso bei Spiel oder Wette. Ja. Schauen Sie mal rein in 762 BGB. 762. Durch Spiel oder durch Wette wird eine Verbindlichkeit nicht begründet. Das aufgrund des Spiels oder der Wette geleistete kann nicht deshalb zurückgefordert werden, weil die Verbindlichkeit nicht bestanden hat. Aha. Auch Spiel oder Wette führen dazu, dass Sie keine Verbindlichkeit haben. Also wenn Sie irgendwie Roulette mögen, ja, und dann machen Sie Ihren Einsatz, legen die Chips auf den Tisch. Ja. Dann wird alleine durch diesen Spielvertrag keine Verbindlichkeit begründet. Aber, Satz 2, das zur Erfüllung der Verbindlichkeit Geleistete kann nicht deswegen zurückgefordert werden, weil keine Verbindlichkeit bestande. Also, wenn der Chip auf dem Tisch liegt, können Sie es nicht zurückverlangen. So, also Heirats- und Partnervermittlung, Spiel und Wette haben sozusagen entsprechend keine Verbindlichkeit. Sozusagen diese Verträge bringen eben keine durchsetzbare Verpflichtung zustande. Aber so wie wir es bei 762 schon gesehen haben, dass aufgrund des Spiels oder der Wette geleistete, kann eben nicht zurückgefordert werden. Jetzt schauen wir nochmal im 656, das Satz, Absatz 1, Satz 2, das aufgrund des Versprechens geleistete kann nicht deshalb zurückgefordert werden, weil eine Verbindlichkeit nicht bestanden hat. Aha, was machen jetzt die schlauen Heirats- und Partnervermittler und Spiel- und Wettbetreiber? Was machen die? Vorauszahlung, genau. Vorauszahlung, erst das Geld und dann gibt es den Nachweis der Eheeingehungsgelegenheiten oder der Spielmöglichkeit. Ja, also erstmal das Geld her und dann geht es weiter. Denn wenn das Geld schon mal sozusagen beim Gläubiger ist, dann ist sozusagen auch nicht mehr rückforderbar. Also die Naturalobligationen, die sind sozusagen Verbindlichkeiten, die gar nicht verbindlich sind, sondern Leistung ohne Pflicht darstellen. Das heißt, sie sind zwar erfüllbar, diese Leistungs- in Anführungszeichen Pflichten, aber sie können eben nicht verlangt werden. So, und warum das so ist, sehen wir in zwei Entscheidungen, einmal vom Bundesverfassungsgericht und einmal vom OLG Hamm, einmal zum Ehemäkler, das ist also Parship, und einmal zu Spiel und Wette. Und dort heißt es, der Ausschluss der Einklagbarkeit des Ehemäklerlohns verletzt nicht die Menschenwürde und nicht die Tätigkeit des Heiratsvermittlers. Da hatte jemand dann entsprechend geklagt und gesagt, ja, das kann ja nicht sein, dass das nicht verbindlich ist. Ja, das verletzt ja die Menschenwürde, das Arme. Ja, das kann ja nicht angehen. Ja, also Menschenwürde-Garantie verletzt, wenn Parship sozusagen kein Geld eintreiben kann. So, und der Ehevermittler kann seine Forderung durch Vorauszahlung sichern, so heißt es. Ja. Also klar, Vorauszahlung und dann läuft das. Und hier heißt dann noch unter Nummer 2, und das ist jetzt der Grund, warum wir eben diese Regelung Gesetz haben. Wenn der Gesetzgeber befürchtet hat, dass die Prozesse wegen Ehemäklerlohns Anlass zu Ärgernis geben und durch solche Prozesse die geschlossenen Ehen und die Intimsphäre der Ehegatten beeinträchtigt werden könnten, so schließt diese Begründung die Annahme einer willkürlichen Differenzierung aus. Lustig, oder? Also da bei dem Ehemäkler, da sagen wir, begründen wir den Ausschluss der Leistungspflicht damit, dass
wenn es dann tatsächlich zur Eheschließung kommt, die Intimsphäre dieser Paarbeziehung dadurch so sehr belastet wäre, dass man lieber die Leistungspflicht ausschließt. Ja. Kann man machen, muss man nicht. Irgendwo höre ich den Ton. Ist das, kommt das von draußen oder haben Sie irgendwas an? Oder ist das oben? Okay, aber wo kommt es her? Da oben her oder? Demo draußen, also gut dann. Ja. Da wollen wir nicht stören. Ja. Wenn demonstriert wird, alles gut. Okay, beim OLG haben dann zu Spiel und Wette, da sehen Sie ja ganz unten, dann den notwendigen Punkt, der sozusagen sagt, warum Spiel und Wette nicht verpflichtend sind. Grund für die 762 BGB getroffene Regelung ist nicht nur die Vorstellung, dass Spiel und Wette den Schutz der Gerichte nicht verdienen, also nichts mit Sittenwidrigkeit, sondern damit wird der Gefährlichkeit solcher Geschäfte Rechnung getragen. Vor diesen Gefahren soll der Einzelne durch 762 geschützt werden. Was sind die Gefahren bei Spiel und Wette? Natürlich, dass man Haus und Hof verspielt, dass man sozusagen spielsüchtig wird. All das sind die Probleme. Gut, Spielleidenschaft und so weiter. Dann haben wir jetzt noch kurz vor Schluss eine Sache, die wir noch besprechen wollen. Das ist jetzt nichts Großneues, das ist eigentlich nur eine Wiederholung, eine Einordnung der Sachen, die relevant ist, die Sie eh schon kennen, Wiederholung der Sachen, nämlich die Dauerschuldverhältnisse. Sie wissen, dass wir Schuldverhältnisse haben, die einmal getätigt werden, ausgetauscht werden, wo die Leistungen ausgetauscht werden sind, so worden sind, dann sind sie vorbei. Es gibt aber Schuldverhältnisse, die dauerhaft getätigt werden. Das ist zum Beispiel ein Mietvertrag, ein Arbeitsvertrag zum Beispiel. Das sind Verhältnisse, die über längere Zeit gehen. So, bei diesen Schuldverhältnissen, da haben wir besondere Regelungen. Haben Sie schon mal kennengelernt, ja, als wir sozusagen diese Schuldverhältnisse auch besprochen haben in anderem Kontext. Ja, bei der Anfechtung zum Beispiel haben wir schon gesehen, dass bei Anfechtung von Dauerschuldverhältnissen eben eine Ex-Nunc-Wirkung eintritt und statt der Ex-Tunc-Wirkung, die in 142 drin steckt. Warum? Weil wir uns die Rückabwicklung sparen können. Es gibt noch andere Regelungen, die oder andere Folgewirkungen, die eintreten bei Dauerschuldverhältnissen. Es gibt keinen Rücktritt von Dauerschuldverhältnissen. Der Rücktritt, der bewirkt ja nach 346, dass die Leistungen rückabgewickelt werden. Ja, schauen Sie mal rein, den 346 BGB machen wir auch noch, Rücktritt und Rücktrittsfolgenrecht. Wenn Sie von einem Vertrag zurücktreten, dann wird der rückabgewickelt. Dann wandelt sich das Schuldverhältnis in ein Rückabwicklungsschuldverhältnis. Es erlischt nicht, sondern es wird rückabgewickelt. Hat sich eine Vertragspartei den Rücktritt vertraglich vorbehalten oder steht ein gesetzliches Rücktrittsrecht zu, so sind im Falle des Rücktritts die empfangenen Leistungen zurückzugewähren und die gezogene Nutzung herauszugeben. Das heißt, Leistungen werden zurückgewährt. Und bei Dauerschuldverhältnissen ist das irgendwie blöd, wenn wir dann 2 Jahre Mietvertrag hatten und plötzlich die Leistungen zurückgewähren müssen. Wie machen Sie das? Jetzt habe ich 2 Jahre gewohnt. Wie machen Sie das rückgängig? Da müssen Sie irgendwie Miete zahlen oder Nutzungsvorteil zahlen. Ja, wie machen Sie das? Dann können Sie es auch gleich lassen. Ja. Deswegen sagt man sozusagen, bei solchen Dauerschuldverhältnissen passt der Rücktritt nicht. Da macht man eine Kündigung und die Kündigung wirkt nicht ex tunc rückwirkend zum Anfang des Schuldverhältnisses mit den Wirkungen, sondern ab der Wirksamkeit der Kündigung, das heißt ex nunc für die Zukunft. Ja. Kündigung wirkt für die Zukunft, Rücktritt wirkt zurück. Ja, können Sie sich merken. Da steckt Rück im Wort drin, können Sie mit Eselsbrücke bauen. So, das heißt, die Beendigung ab Wirksamwerden der Kündigung und keine Rückabwicklung bis zum Vertragsschluss. Gut, bei der Anfechtung haben wir die Ex-Nunc-Wirkung auch, wenn Dauerschuldverhältnis in Vollzug gesetzt. Das ist eine entsprechende Regelung quasi. Und dann haben wir diverse Spezialregelungen natürlich im Arbeitsrecht für Kündigungen, Kündigungsschutzrecht und so weiter. Das machen Sie dann im Arbeitsrecht und Gesellschaftsrecht, machen Sie dann besondere gesellschaftsrechtlichen Regelungen für die Kündigung und so weiter. Aber wir haben auch bei Dauerschuldverhältnis bestimmte Regelungen im AGB-Recht. Ja, und da sind wir jetzt sozusagen wieder bei der Schnittstelle zum allgemeinen Teil, den wir ja schon abgeschlossen haben. Es gibt auch im AGB-Recht besondere Bestimmungen für Dauerschuldverhältnisse. Und da schauen Sie mal rein in den 309 Nummer 9 BGB. 309 Nummer 9, das sind ja die Klauselverbote, haben wir ja kennengelernt. Wenn wir dann die Inhaltskontrolle machen, fangen wir immer erst mit den typisierten Klauselverboten an. Und 309 sagt, eine Klausel ist unwirksam bei einem Vertragsverhältnis, dass die regelmäßige Lieferung von Waren oder regelmäßige Erbringung von Dienst- und Werkleistungen
durch den Verwender zum Gegenstand hat. Eine Klausel ist unwirksam, die eine den anderen Vertragsteil länger als 2 Jahre bindende Laufzeit des Vertrags. Also wenn Sie sagen, Dauerschuldverhältnisse, wenn Sie so ein Zeitschriftenabo haben beispielsweise oder so, ja, Abo nicht länger als 2 Jahre. Ja, das steht da drin. In AGB-Recht geht das nicht, ja, nicht länger als 2 Jahre. Oder hier eine den anderen Teil bindende stillschweigende Verlängerung des Vertragsverhältnisses, sei denn das Vertragsverhältnis wird nur auf unbestimmte Zeit verlängert und dem anderen Vertragsteil wird das Recht eingeräumt, die verlängerte Vertragsverhältnis jederzeit in einer Frist von höchstens 1 Monat zu kündigen. Auch sowas, ja, stillschweigende Vertragsverlängerung für fingierte Erklärungen oder eine zu Lasten des anderen Vertragsteils längere Kündigungsfrist als 1 Monat vor Ablauf der zunächst vorgesehenen Vertragsdauer. Dies gilt nicht für Verträge über die Lieferung zusammengehörender verkaufter Sachen sowie für Versicherungsverträge zur Ausnahme Tatbestände. Ja. Also zusammengehörender Verträge, wenn Sie jetzt zum Beispiel irgendwie ein Lexikon erwerben, den Brockhaus, ja, oder Meyers enzyklopädisches Lexikon. Ja, und dann haben Sie da 20 Bände und die lassen Sie sich halt sukzessive liefern. Ja. Dann ist es ein einheitlicher Vertrag und nicht so ein Ratenlieferungsvertrag im Sinne von jedem Monat ein neuer Band, ja, weil jeden Monat oder ein neues Heft rauskommt und so weiter. Okay, dafür gibt es besondere Bestimmungen. Es gibt auch für Ratenlieferungsverträge im Verbraucherschutzrecht den 510, den wir jetzt nicht lesen, sondern den wir dann lesen, wenn wir sozusagen im Verbraucherschutzrecht entsprechend sind. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Danke auch fürs Sitzenbleiben. Eine längere Minute noch, ein bisschen Überzug. Schöne Restwoche, schönes Wochenende. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ciao.